Jetzt können wir nicht reingehen, denn es ist noch, es sind noch viele Leute drinnen. Aber wenn sie alle draußen kommen, dann versuchen wir mal hineinzusprechen. Rumänien und Sobibor zu entdecken war schön. Aber wie kommen wir von der Oberfläche eines Touristen an die wirkliche Seele und den Nerv dieser vielfältigen Kulturen, Religionen und Randgruppen wie dem Roma-Volk?
denen wir im kleinen Kurort Ognasibulu auf dem Berg isoliert waren. Wir mussten irgendwie rein in die Realität. Was macht ihr denn? Storyboard zeichnen. Storyboard, ja. Habt ihr eine gute Story? Sehr gute. Ich hab geschrieben, ja. Zu bearbeiten mit was weiß ich, wie sie das können und hinkriegen, für den wenigen Konsum, für den Eigenbedarf. Und wie machen sie denn ihr Einkommen, was sie vorher mal hatten? Wie kommt das zustande? Was denn? Sie haben vorher mal ganz viel Obst verkauft oder Gemüse. Oder nicht, oder haben Käse. Nur draus gelebt. Genau. Gut, und die machen das weiterhin so. Schwer, einfach, die kriegen das hin. Schwarz. Nein, ja, einfach weil eigenes du, wenn Konsum du nicht die Aussagen ist das jetzt nicht schwarz gesehen. Nein, aber mit dem Überschuss, ich brauche ja nicht nur das, was ich anbaue. Das ist doch ganz normal. Wenn ich Getreide anbaue, kann ich mir da vielleicht profan jetzt Brot backen. Aber ich habe keinerlei Kartoffeln, ich habe keinerlei Obst, ich habe keinerlei Gemüse. Ich muss doch einen Überschuss erzielen, was ich verkaufen kann, um mir meinen restlichen Lebensmittel zu garantieren. Handeln. Mit was denn? Wenn er darf es nicht. Kann er etwas Kleines haben. Und es sind Leute, ja, am Dorf, die das so machen. Schaust du, ich habe so viel Zwiebel. Ich gebe die Zwiebel, wenn du mir Kartoffeln gibst. Das ist schwarz. Nein, das ist tauschen. Das ist halt wie das wird nie als schwarz bezeichnet. Du machst das. Das passiert immer so. Wir werden es nie als schwarz bezeichnen. Ja, bevor das Geld war. Es geht aber am Fiskus vorbei. Punkt. Ja, es geht dran vorbei, klar. Aber das ist, glaube ich, nicht die Problematik an sich. Bezahlt zu steuern. Pass auf, du hast deine schwarze Bluse und ich habe diese Jeansjacke. Ich will deine schwarze Bluse haben, ich gebe dir meine Jeansjacke. Das ist das Tauschen, ja. Hat das mit Fiskus was zu tun? Nee, aber du kannst trotzdem deine Familie dadurch nicht ernähren, dadurch, dass ich deine schwarze Jeans habe oder wie auch immer. Mit was willst du Versicherung machen? Willst du den zwei Zwiebeln hinlegen? Also weißt du, was ich meine? Du kannst ja da nicht tauschen. Du brauchst eine Operation. Willst du da 5 Äpfel und 7 Bananen hinlegen? Wir tauschen mal. Du gibst mir jetzt die Dienstleistung und ich gebe dir meine Bananen und Zwiebeln. Das geht ja nicht, dann brauchst du ein Einkommen. Das hat ja früher auch funktioniert. Die Grundlage unserer Debatte ist zurzeit, und das seit Tagen, von vornherein diese Schere aufzumachen. Die sind anders. Und das könnte man mal in Frage stellen. Jetzt. Und werden Sie benachteiligt, ja oder nein? Klare Antwort. In dem Sinne von in der Gesellschaft, ja. Die haben dieselben Rechte wie all die anderen. Aber werden trotzdem benachteiligt. Das kannst du in Deutschland an ganz auch ganz simplen Sachen festmachen. Dein Name ist meinetwegen Mohammed Zülük, keine Ahnung, ob es den Namen gibt. Und du bewirbst dich auf eine Wohnung. Du rufst an und sagst, mein Name ist Mohammed Zülük. Ich möchte gern diese und jene Wohnung. Da sind Untersuchungen dazu gemacht worden. Da gibt es empirische Untersuchungen, die ganz klar belegen, wenn du dich mit, mein Name ist Klaus Meyer, die Wohnung eher kriegst, als wenn du dich mit Mohammed Zülük meldest am Telefon, um den Termin für die Wohnungsbesichtigung zu bekommen. Das ist eine, und da greifen individuelle, strukturelle und institutionelle Diskriminierung ineinander. Und jetzt? Wir wurden oft gefragt. Und wie war's? Es war schwierig, sich von Klischees zu trennen und Vorurteile vor der Kamera abzubauen, wenn man sich schon dahinter nicht einig war. Also es gibt Zigeuner, die nicht dazu stehen. Genau, also ich zum Beispiel sage ich, dass ich Deutsche bin,
obwohl ich rumänisch, also von rumänischer Abstammung bin. Die wollen es einfach nicht mit deinen zugeben, dass sie schämen sich. Ja, ja, genau. Mhm. Und das wird also nicht, unbedingt, sein. Nicht unbedingt, nicht unbedingt, nicht unbedingt, dass in welche Richtung geht es jetzt? Den Punkt müssen wir schon irgendwie im Gespräch bringen, denn es gibt Familien, das sind klare Zigeuner, aber vielleicht in einem Gespräch, dann kannst du nicht direkt sagen, wie fühlt ihr euch jetzt als Zigeuner? Das geht dann nicht, denn die werden gleich sagen, wir sind keine. Mhm. Ja. Aber das kann ich ja auch verstehen, weil dann sind wir schon, ja, okay, Zigeuner, Sie kennen doch auch die Bilder, mit denen sie konfrontiert sind, das ist doch der Punkt. Ja, das kann ich schon verstehen. Okay, wir brauchen eine Lösung für das Dilemma. Wir haben zwei, eine sehr klare Option, die aber sehr weit entfernt ist, die mit sehr viel Zeitaufwand verbunden ist und nicht mit dem hinhaut, was wir an Zeit, auch was für Filme gebraucht wird, zusammengeht. Wir haben noch ein Problem damit, dass wir hier sind und 70 Kilometer fahren, weil wir es hier nicht gebacken kriegen, zu den Roma irgendwie einen Kontakt aufzubauen. Das heißt, die Konsequenz wäre zu sagen, heute Nacht oder morgen früh den Kontakt und die Brücken abzusagen und alle Energie... Nein, wurscht. Morgen früh? Sorry. Und alle Energie da reinzustecken, morgen Vormittag den Kontakt vor Ort zu generieren, über den Pfarrer, über den Schuldirektor, über direkte Menschen ansprechen. Andere Möglichkeiten. Also gibt's, ich kenne mich ja nicht aus mit diesen Strukturen, mit dem König, oder was das für verschiedene Familien sind. Gibt es ein Oberhaupt hier, das zuständig ist? Es gibt ein Oberhaupt, der war der Job, aber die wollen es einfach nicht mitmachen. Oder ja, doch gegen bestimmte Geld zu. Ja, das wollte ich sagen. Okay. Also, ist das der Kontakt, von dem du erzählt hast, von deinem Opa? Ja. Und die wollten nicht mitmachen? Also die wollten schon mitmachen. Wir waren, wie gesagt, wie die Elena gesagt hat, wir waren zusammen, haben ein Gespräch gehabt und die haben gesagt, ja, wir werden ein Interview kriegen und so. Aber jetzt haben wir, wann war das? Gestern? Ja, gestern haben wir angerufen, haben ihr nochmal gefragt, wie ist das geblieben? Sie hat gesagt, naja, ihr müsst diese Bücher kaufen. Ja, dann also haben wir gesagt, die hier im Dorf sind, die gehören zu der Roma-Familie. Ich weiß das nicht. Also hey, nicht als Familie, aber das ist. Ja, irgendwie sind sie auch. Institutionell war das der selbsternannte König der Roma. Ist vor 2 Jahren, glaube ich, gestorben. Ja. Und es sind 2 Jungs übrig geblieben. Die haben ohnmächtig gestritten, die haben sich gezankt und alles, wer jetzt der nächste König sein wird. Und sie haben sich schließlich dazu entschlossen, dass einer von denen der König der Roma in Rumänien ist und der andere der König der Roma aus anderen Ländern ist, also international oder halt quasi. Da gehören alle Roma-Familien hier in der Gegend dazu. Es ist selbsternannt, einige erkennen es überhaupt nicht an. Es ist nichts Demokratisches dabei. Er hat sich selbst so ernannt, er hat auch das Geld gehabt, er hat auch den Willen gehabt. Diese Institution des Königs zu aufzustellen. Das heißt, wir könnten hier aber auch Roma-Familie finden oder Mitglieder, die dem nicht unterstellt sind, die für sich sind, also über den Pfarrer zum Beispiel. Also wir brauchen jetzt nicht den Segen dieses Roma-Königs. Wir müssen es nicht so als Hierarchie sehen. Es ist keiner jemand anderem unterstellt. Ich versuche einfach nur zu verstehen, wen man hier fragen muss, um da einen Zugang zu finden. Und man muss vorbereitet sein, sowohl einen positiven als auch einen negativen Antwort zu geben. Die negative Antwort ist verbunden mit Geld oder? Nicht unbedingt. Sie können einfach nur absagen, einfach so. Warum? Ist ja ihr gutes Geld. Naja. Ja, genau. Aber ich finde, wir müssen es versuchen. Also sonst ist es, weil wenn wir von vornherein sagen, es geht nicht. Okay. Deswegen sind wir hier. Elena hat gesagt, sie fährt morgen mit. Ich habe gesagt, ich fahre sonst mit. Deswegen sind wir hier. Deswegen haben wir gesagt, wir haben festgelegt, okay, wir reden morgen mit dem Fahrer und mit dem Schulddirektor. Thema. Wir sind dabei und wir wollen das machen. Und der Fahrer hat vielleicht auch eine Idee, wenn er jetzt nicht direkt eine Hilfestellung hat, dann kann er uns vielleicht den Kontakt vermitteln, den wir brauchen. Das ist eine Diskussion, die wir vorher hatten. Nämlich zu sagen, wir fahren dahin. Wenn wir einen Kontakt bekommen mit den 2 Jugendlichen, nämlich mit euch beiden, aber auch nur mit der Einschränkung, dass
eine Betreuungsperson von uns. Und das ist in dem Fall, wärst nur du das, weil auf laut rumänischem Gesetz wahrscheinlich spielt das keine Rolle, ob ich mitfahre oder Vanessa. Letztendlich bist du die Betreuungsperson. Das ist Option Nummer 1. Gut. Option Nummer 2, ohne Kontaktperson dorthin zu fahren und das nur die Erwachsenen, ohne die Jugendlichen, und auf gut Glück versuchen, sozusagen Kontakt aufzubauen. Jetzt ohne das erstmal zu diskutieren. Option Nummer 3, und das ist jetzt der Punkt, wenn Option Nummer 1 nicht aufgeht, weil wir den Kontakt einfach nicht haben, zu sagen, man nutzt den morgigen Tag, Vormittag, nochmal zum Pastor zu gehen, zum Pfarrer zu gehen hier in der Stadt, mit dem die Jugendlichen schon gesprochen hatten, der ja auch nochmal Hilfe angeboten hat, wenn es irgendwie Diskussionsbedarf ist. Ja, deshalb am Dienstag kann er nicht. Na, das ist der von der Evangelie. Lass mich kurz zu Ende bitte sprechen, zu sagen, okay, man trifft sich mit dem Pastor oder Pfarrer und diskutiert mit ihm die Möglichkeiten. Kennen Sie Familien, orthodoxe Familien, die dieser Community angehören? Können Sie einen Kontakt herstellen? Können Sie uns was empfehlen? Können Sie gegebenenfalls auch mitkommen, um den Kontakt herzustellen? Was wir jetzt klären müssen, ist, welche dieser drei Optionen sind realistisch? Und deswegen die Frage an dich, Grena, gibt es eine Kontaktperson in einem Dorf hier in mehr oder weniger erreichbarer Entfernung oder nicht? Nur ein wenig, bevor die Diskussion weitergeht. Okay. Würde ich jetzt die zweimal fragen? Ja, genau. Würdet ihr ohne einen von uns in dem Dorf alleine gehen wollen oder nicht? Ich denke, das ist eine... Wie? Die Jugendlichen alleine? Also ich bin der Meinung, alleine gehen würden wir nicht gut gehen. Also alleine so alleine nicht. Denn erstens müssen wir nachdenken, da dort Zigeuner sind, ja? Gut. Roma. Lass es uns versuchen, ja, also wenigstens an dieser Stelle in Rumänien, die sagen, und sie benennen sich auch. Richtig, das ist eine ganz andere Diskussion. Gruppen benennen sich auch selbst diskriminierend, obwohl weil sie so gelernt bekommen haben. Das sind Roma, und das kann gefährlich sein. Mehr oder weniger. Aber das kann passieren. Es kann zu Situationen kommen, die wir nicht einschätzen. Genau, das meine ich. Also ohne werde ich nicht gehen. Ich weiß nicht, ob ich dann gehen will, aber das okay. Perfekt. Also einer von uns dann muss mitfahren. Ja. Gut. Sehr gut. Das ist einmal geregelt, und ich denke, das ist dann auch okay so gesehen. Jetzt nochmal, bevor wir jetzt in die Diskussion dieser drei Punkte kommen, gibt es noch einen Punkt 4 oder Punkt 5, den ich jetzt vergessen habe, den ich ausgeblendet habe, den ich überhaupt komplett wegignoriert habe, oder habe ich das jetzt so zusammengefasst, wie wir es tatsächlich jetzt im Zug diskutiert haben? Grena hatte noch einen Kontakt, aber das war der eben 60 Kilometer weit weg. Das ist jetzt der Punkt 1. Aber jetzt die generelle Frage, ob wir jetzt noch Optionen haben, die wir überhaupt noch nicht diskutiert haben. Die wir noch hinzufügen können in die Liste, die wir dann abarbeiten. Ich würde es gerne einfach zeitsparend. Ja, ich könnte sonst mitgehen. Als Alternative. Also, das gehört zur Option Nummer 1 dazu. Also nicht in dem Sinne, sondern vom Kontakten her meinst du, oder wie meinst du das jetzt? Ich habe drei Optionen aufgezeigt, wie diese Kontaktaufnahme funktionieren könnte. Die Frage ist, ob es noch eine Option Nummer 4 oder 5 gibt, die wir jetzt in diese Liste der Diskussionspunkte mit aufnehmen können, ehe wir in die Diskussion der einzelnen Punkte kommen, die uns dann hoffentlich zu einer Entscheidung führen. Wie ist denn der Kontakt zu der Schwester von dem Roma-König? Das geht nicht. Ist wirklich verbrannt? Der ist verbrannt, der Kontakt. Also die war so... Also konnte mit ihr nicht reden. Also doch, am Anfang war sie schon bereit, mit uns zu sprechen, ohne Geld zu verlangen oder irgend... Gegenleistung. Ja, Entschuldigung. So. Und nachher kam dann die Geschichte mit den Büchern. Sie wollte auch unbedingt, dass wir 30 Bücher kaufen, nicht eins. Dass jeder, der mitmacht, ja. Also ich habe ihr gesagt, und ich habe mit ihr geredet und habe gesagt, wir haben kein Geld und wir können das einfach nicht machen. Und sie hat gesagt, na dann kann ich einfach auch nicht mitmachen. Dann habe ich gesagt, na, und hat sie gar kein Interesse daran gehabt? Also ich meine, wir wollen ja was Gutes tun. Ja, das haben wir ihr auch erklärt. Dass sie ihren Kontakt zur Verfügung stellt, weil sie hat ja Einfluss, sie ist die Schwester vom Roma-König. Kann sie nicht wenigstens ein gutes Wort irgendwo einlegen, dass wir irgendwo... Also das Einzige, das sie uns angeboten hat, also kannst du das erzählen, Grena, aber nicht... Also wir waren zusammen da, darum habe ich das gesagt. Sie hat uns angeboten, ein zigeunerisches Abend, klassisches, zu haben. Mit Feuer, mit Essen und so. Das ist ein Schauspiel, das ist ja Klamauk. Genau. Das ist ja für uns extra inszeniert, damit wir genau das sehen. Sie meinte, wenn wir dann in die Gemeinde reinkommen wollen,
dann brauchen wir auch noch Geld dafür. Denn ja, die wollen dann Essen für uns vorbereiten und was weiß ich nicht was. Und das haben wir was gesagt. Ich komme mir da irgendwie ein bisschen verarscht. Das ist so ein bisschen also wir treffen uns hier 2 Wochen lang, um über Toleranz zu sprechen und auf die Roma zuzugehen. Und wenn es dann soweit ist und wir quasi mit einer der Chefin, ich meine, sie ist ja relativ hochgestellt, dann sprechen, dann ist die Zugangsvoraussetzung, dass wir in irgendeiner Form Geld geben. Also ich würde es jetzt verstehen, wenn sie total arm ist also und das unter den Ja, das haben wir auch gemeint. Und so? Wir haben ja gesagt, wir können ja auch alleine Essen bringen zum Beispiel. Das wäre eine Idee. Und sie hat gesagt, nee, das geht nicht. Also reicht nicht, dass es nicht geht. Reicht nicht, denn... Wie muss man sich die Frau denn vorstellen? Ist das so eine mit Klunkern behangen und so? Die ist schon klassisch angezogen. Also kann sich kaputt lachen, oder? Was heißt denn klassisch? Also sie war mit einem Rock angezogen, deine Weste über ein... Die bunten Röcke, also tut mir leid, hab ich jetzt kaputt. Aber was spielt das für eine Rolle jetzt für uns in die Problemlösung? Also hat man das Gefühl, wenn man ihr jetzt das Geld gibt, dass man was Gutes tut, weil man damit die Roma-Kultur ein bisschen... Nein, und sie sagt mir auch, warum. Was gegen die Armut tut, also gegen nein, nein, denn sie hat mir gleich gesagt, nein, sie können dann, sie haben so einen Vertrag mit unserer Stiftung. Mhm. Und dann geht das auf die Stiftung irgendwie weiter. Aber dann habe ich mir die Frage gestellt, warum sie das nicht gratis machen. Denn es geht ja durch eine Stiftung. Und wir haben immer nach dem Preis gefragt. Und sie haben gar nichts gesagt. Also sie haben nur gesagt, wir werden sehen. Was heißt das? Also, wie geht das? Gut. Das heißt, wir haben 3 Optionen und jetzt, zu diskutieren. Also, nur wenn ich das irgendwie auch noch auf den Punkt weiterkomme, kann ich noch eine natürlich irgendwie so eine Klammer machen? Mach eine Klammer, bitte. Eine lange. Ja. Eine große Klammer. Dass du auch es verstehst. Darum hat dir dann die Ewe auch die Kontakte hingeschickt. Ich habe mir dann die Woche genommen, Kontakte zu finden in Dörfern mit klassischen Zigeunern. Zigeunern, die sich vielleicht nicht so anziehen, aber die sind dann Zigeuner und denen geholfen wird, sich irgendwie zu integrieren und die irgendwie ausgeschlossen sind von der Gesellschaft. Nicht, dass man das so will, aber weil sie das irgendwie nicht mehr hinkriegen, rauszukommen aus dem Dorf. Und das Dritte, was hatte ich als noch vorgeschlagen von den Kontakten her? Und als du dann nichts mehr gesagt hast, habe ich gedacht, das geht dann... Das ist mein Fehler. Ich habe mir also wirklich gedacht, verstehst du, das und ist eine Option, aber ich habe eigentlich gehofft, ehrlich gesagt, und ich dachte, wenn die Schwester von dem Roma-König da ist und wir uns kennenlernen, dass man über ihren Kontakt... Ja, aber die war skeptisch, also nicht skeptisch, die wollte einfach nicht. Also das ging... Ich habe richtig nett mit ihr gesprochen und ich habe ihr gesagt, es reicht, wenn sie bloß mit uns spricht, wenn sie unsere Fragen beantwortet. Wir sind einfach neugierig, das habe ich ihr gesagt. Wir sind neugierig, einfach mal zu sehen, wie sie das Ganze... Ich habe mir auch das andere vorgestellt. Ich habe ihr gesagt, gut, wir wollen das irgendwie abbauen. Ich habe gesagt, wir wollen auch die gute Seite zeigen. Ich habe gesagt, einem Interview wollen Sie irgendwie einverstanden, das mitzumachen? Und sie meinte, ja. Ich habe gesagt, gut, kein Problem, im Voraus bekommen Sie vielleicht auch noch die Fragen. Also das wird nicht direkt gefilmt, ohne dass Sie wissen, was auf Sie zukommt. Ja, wir wollen nichts Schlechtes machen. Stimmt. Ja, also wir waren beide dabei. Also... Das kam von unserer Seite. Und sie war einverstanden. Klammer zu. Nein. Okay. Es bringt jetzt sowieso nichts, wenn wir weiter über sie reden. Das genau. Können wir aber jetzt ist für alle der Kontext klar und wir wissen alle, wo sozusagen der Haken ist an der ganzen Geschichte oder wo sozusagen die Baustellen sind, auch fürs nächste Mal. Ich finde ehrlich gesagt die Option mit dem Pfarrer am besten. Einfach deswegen, weil wenn der Pfarrer es nicht schafft, also wenn der uns sagt, das geht nicht, also aus welchem Grund auch immer, also weil so ein Pfarrer ist eine Vertrauensperson, so ein Pfarrer hat ja auch einen gewissen Status. Und ein Pfarrer ist durch die Religion in dem Fall, weil das ja sowohl Roma als auch Nicht-Roma sind, die der Religion angehören, ist ja auch so ein bindendes Glied. Und er weiß vor allem, was in seiner Community los ist, in seiner Gemeinde, ne? Wie die Schäfchen so ticken. Und also richtig gut wäre es natürlich, wenn er sich die Zeit nehmen würde, wenigstens mal kurz, aber mit uns dann vielleicht irgendwo hinzugehen, zu einer Familie. Weil wenn er mit dabei ist, das ist natürlich, die haben Respekt vor dem, der ist eine Respektsperson in der Community.
Aber wie sieht es in Option 1 aus? Du hattest gesagt, du hättest gegebenenfalls einen Kontakt in dem Dorf, aber das ist 60 Kilometer weit entfernt. Ja. Oder ist das die einzige Option oder gibt es noch mehr Kontakte? Der Mann hat noch heute Abend angerufen, also den muss man dann auch noch anrufen. Ja, ja. Also der muss noch Bescheid wissen. Er war nett zu mir und er hat gesagt, er hilft uns gerne, aber das ist das Problem, es ist 60 Kilometer weit. Wir konnten ja, wir könnten ja früher gehen, nicht nur unbedingt am Nachmittag oder ich weiß nicht, wie das ist. Also vom Programm her meinst du? Ja, vom Programm her, ja, das meine ich. Das ist ein anderes Problem, das ist nochmal zweitrangig. Ja, ich muss ihm morgen ein bescheidenes Angebot sagen, denn er war echt nett. Und er hat gesagt, wenn alles, was wir brauchen, das gibt uns, aber wir sollen ja nur Bescheid sagen. Ja, was völlig legitim ist. Ja. Das sind 73 Kilometer. Das kann man schon weichen. One way. Von hier. Mhm. Naja, wir sind 1400 Kilometer gefahren, um hierher zu kommen und Vorurteile abzubauen. Da wäre es jetzt inkonsequent, wegen 73 Kilometer zu sagen, das machen wir nicht. Also ich habe damit kein Problem zu fahren. Wir müssen dann halt einfach organisatorisch unter uns die Aufgaben anders aufteilen, wenn ich weg bin oder jemand anders muss fahren. Kannst du ein bisschen was erzählen zum Hintergrund dieses Dorfes oder zu den Menschen, mit denen du Kontakt hast? Ich weiß es nicht. Ich habe es heute erfahren. Ich habe die Elena gefragt, wo dieses Dorf ist. Ich wusste nicht einmal, wo es ist. Aber der Mann hat uns gesagt, es ist ein Dorf, er ist irgendetwas Wichtiges dort und er kann mit uns zu den Familien kommen und uns zeigen, was und wo es ist. Es sind sowohl Arme, es sind mehrere Arme als reiche Roma im Dorf. Es ist ein größerer Dorf, es sind 7000 Menschen, sehe ich auf und Wikipedia. Ja, also wenn Okna schon problematisch war wegen Kleinstadt oder so, dann ist Dubroven jetzt das Doppelte. Wie heißt das Dorf? Dubroven. Dubroven. Ich weiß nicht, ob das gibt auch einen deutschen. Wie war der Kontakt in Holzmengen, wo wir eigentlich untergebracht wären? Elisabethstadt. Das war nur eine junge Dame, die das halt sozusagen aus der Bio verwaltet, die sich darum kümmert, weil sie im Verein ist. Da gab es auch keinen direkten Draht zu der Roma-Community dort? Nicht, dass ich weiß. Die leben einfach dort und man hätte sich sozusagen jeden Tag begegnet, weil die Kids einfach unterwegs sind. Also zumindest aus den Erzählungen, dass die halt auch an den Zaun dann stehen und versuchen auch zu interagieren mit den Bewohnern dieser Bildungsstätte. Also das kann ich echt nicht wissen. Also ich weiß das, nicht, ob sie jetzt am anderen Ende des Dorfes leben oder ob sie überhaupt Das ist das, was ich von Tabea bekommen habe. Deswegen kann ich nicht wissen. Ja, okay. Also haben wir Option Nummer 1, das kurz angerissen. Option Nummer 2 haben wir noch gar nicht weiter thematisiert, dass sozusagen die Erwachsenen Anführungsstrichen alleine fahren, auf gut Glück, was wir glaube ich aber alle für nicht wirklich, zumindest war das so das Ergebnis also, der Zugfahrt. Sowieso einer hinfährt dann. Es geht ja auch um die Betreuungsfrage und die Aufsichtspflicht. Also ne? ich habe von mir aus, ich habe kein Problem. Wenn die Kids dann sagen, gut, ich habe auch kein Problem, dass wir alleine hin sind, aber das haben wir gesagt, einer von uns muss dann hin. Einer von uns muss dann hin. Mir geht es jetzt einfach um die Option Nummer 2, ob die Erwachsenen, ob das überhaupt noch eine Diskussionsgrundlage hat, dass die Erwachsenen ganz alleine hinfahren und auf Glück versuchen. Aber das ist raus. Nein, okay. Dann haben wir jetzt die Option Nummer 3 mit dem Fahrrad. Was für ein Dorf, Zigeunerdorf willst du sehen, die sind auch ganz verschieden. Das spielt auch eine Rolle. Also ich meine, da muss man schon. Ich kenne mich da nicht aus. Ich weiß es einfach nicht. Der Mann hat mir auch gefragt, was wir genau sehen wollen. Dann was gibt es denn für verschiedene Arten von Dörfern? Es gibt diejenigen, die wo nur Zigeuner wohnen und die wirklich arm sind. Ich denke auch im Roschia, denke ich, habe ich davon erzählt. Das sind nur Zigeuner. Die haben dort, das wurde für ihnen eine Waldorfschule aufgebaut. Das ist eine deutsche Stiftung, die auf sie sorgt. Aber leider kommen sie dann aus dem Dorf eigentlich nicht raus, weil sie auch nicht wollen. Also das wird auf sie gesorgt, aber die leben weiterhin. Eigentlich nur die Klischees, die es ohnehin schon gibt, oder? Das meine ich, das ist eine Variante. Das gibt dann die zweite Variante. Können Sie aber auch damit kritisch auseinandersetzen? Das gibt dann. Ich das zeigen? Also, schätzt du eines, die aufgeschlossener sind durch die Deutsche Stiftung etc.? Also darum habe ich auch gesagt, Roschia, dort wäre auch. Würde eine Möglichkeit, jetzt kann ich nicht sagen von heute auf morgen, dass ich jetzt die Leute dorthin anrufen kann. Das war die Möglichkeit, weil dort auch der Direktor dann mit eine Rolle spielt. Also und all die Eltern dann auch irgendwie auch im
in demselben Kreis sich umdrehen. Es gibt noch die Dörfer, wo die klassischen Zigeuner sind, die nicht sehr reichen, aber ziemlich reich und die sich irgendwie auch noch klassisch so gesagt anziehen, die bunten Kleider. Und es gibt noch die Dörfer, wo gemischte Zigeuner sind, arm, reich, und auch diejenigen, wo nur reiche Zigeuner sind. Auf der Heimfahrt muss ich euch noch einen Tipp geben, dass vielleicht könnt ihr noch einen Umweg, einen Umweg, ich sage euch zwei Dörfer, wo nur reiche Zigeuner wohnen. Aber reich. Wirklich reich. Gesehen, also diese ganzen Villen, die so kitschig aussehen. Und ja. Ich sage euch bestimmte Dörfer, aber das, den Umweg, vielleicht hast du noch Zeit, das zu machen, und das sind auch noch allein Dörfer. Das zeigt doch schon, dass es Quatsch ist, von den Roma zu sprechen, sondern wir sprechen von unheimlich viel unterschiedliche Menschen, die verschiedenen Gruppen angehören, die wir, weil wir es nicht anders wissen, weil wir es nicht anders können, unter diesem Begriff zusammenfassen. Und aber das ist ein ganz anderes Thema. Ich denke, das ist auch die Geschichte gewesen, warum wir nicht auf einen Punkt gekommen sind. Denn keiner hat genau gesagt, das oder das oder ja, das. Ja, aber es geht auch gar nicht darum, die Roma zu zeigen, sondern es geht darum, einen Ausschnitt der Realität zu zeigen, ein Bild zu zeigen. Und sich mit dem auseinanderzusetzen. Es geht ja nicht mehr um Zeigen. Wenn wir im Dorf ankommen, dann werden sie uns auch fragen, was wollt ihr wissen über Tradition, über genau, unsere Kleider, über ihren Alltag. Ja, aber Leben ist vielleicht zu viel, wenn man es sagt. Denn man kann ins Gespräch kommen. Und das ist dann die Kunst desjenigen vor und hinter der Kamera, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Ja, und nicht halt sich mit folkloristischen Klischees abspeisen zu lassen. Ich habe von zwei Tagen mit einem Mädchen geredet, die hatte nur zwei Klassen. Und man kann nicht ins Dorf gehen und ihnen irgendetwas fragen, können nicht einmal antworten. Weißt du, was ich meine? Hey! Sie hat zu tun jetzt, Lavi, das ist vorbei. Ich meine, die gehen nicht einmal in die Schule, und wenn man ihnen eine Frage stellt, dann wissen einige von denen nicht einmal das antworten. Weißt du, was ich meine? In dem Sinne, nicht, dass sie, nee, ich meine jetzt nicht, dass sie dumm sind oder nicht, dass sie das nicht kennen, aber vielleicht ist das in Schande oder keine Ahnung, wir sind ja neue Menschen, die kennen uns nicht und sie werden es sicher nicht so freiwillig mit uns, denn sie sind ziemlich... Deswegen ist es ja super, dass es diesen Kontakt zu diesem Dorf gibt, was in 73 Kilometer Entfernung, wie heißt nochmal Elisabeth? Stadt? Dubroven. Und den Kontakt zum Fahrer. Deswegen würde ich nochmal dafür plädieren, beide Optionen ins Auge zu fassen und zu sagen, okay, man nutzt den morgigen Vormittag, um mit Fahrer/Schuldirektor ins Gespräch zu kommen, und ruft trotzdem deinen Kontakt in Dubroven an und sagt ihm hier, wir wollen es unbedingt machen, wir haben heute hier noch zu tun, können wir es auf morgen verschieben und halten uns sozusagen das noch warm? Oder vielleicht direkt auf morgen Nachmittag, also dass man auch die Leute irgendwie so verrückt macht. Also Markus jetzt... Ja, verständlich. Da muss man einfach eine gute Formulierung finden. Es kommt dann am Donnerstag, dann kommt es am Mittwoch, dann kommt es... Also wenn ich am Donnerstag sage, dann müssen wir echt am Donnerstag gehen. Und wenn es am Morgen ist, dann ist es am Morgen, aber das Herumschieben und Herumwürfeln damit... Wenn es klappt, können wir hier morgen Nachmittag vielleicht da vorbeischauen. Und Donnerstagvormittag haben wir auch noch einen Slot. Da könnte man in Elisabethstadt. Oder vielleicht da. Ja. Im Dorf. Am Donnerstag in der Früh. Was ist jetzt die logischere Abfolge? Was muss man jetzt irgendwie festzogen? Ja, morgen früh müssen wir auf jeden Fall die Kontakte, die wir haben, anfragen, ob wir da noch was machen können. Den Fahrer meinst du? Keine Roma, er hat keine Roma in die Kirche. Und wir müssen versuchen, um 6 Uhr am Nachmittag mit einem anderen Fahrer reden. Marianne hat gesagt, wenn ein Fahrer der hat, der ist auch so ein Konzilier. So ein Mensch, mit dem Menschen redet und mit dem Sozialarbeiter. Ja, genau sowas. Suntem în Vârbit ieri cu preotul ortodox acolo de la Biserica Mare de Chial.
nicht so viele hier, das sind wenige. Und die haben keine solche Tracht und so, die sind einfach, und einige von ihnen sind ziemlich reich und die sagen einfach nicht, dass sie zu diesen Community gehören. Nu sunt organizație propriu, nu în cadrul unei comunități, nu au niciun consiliu al lor de administrație, să spunem, de conducere, nu au un reprezentant așa care să spunem, un lider care să-i reprezinte. Ei sunt irgendeine Organisation oder irgend sowas, die sind nur so alleine, wie also die sind hier nur so einfach hingekommen. Sunt într-un fel, am putea spune, un procent destul de mare asimilație și integrație în comunitatea românească, pentru că ei respectă tradițiile noastre, toate cutumele. Also die sind in unsere Tradition, in die rumänische Tradition integriert und die haben die respektieren unsere Traditionen und die machen mit bei allen Festen und so. Dann hat er gesagt, dass es sich nicht lohnt. Nu știu, trebuie pregătită chestia asta și ei sunt destul de rezervați. Iar foarte mulți sunt plecați în străinătate, să zicem foarte mulți, cam 30% din 30% von denen sind im Ausland hingefahren, also die sind nicht mehr da. Spania, in Germania, o parte au plecat acum. Spania, in Deutschland sind sie gefahren und die arbeiten. Așa chiar, dacă ar fi să vizitați o casă, dacă ar fi de acord, să spunem una așa mai tradițională, chiar nu știu acum. Foarte mulți și-au modernizat casele. Die Häuser sind modern, die sind nicht mehr, also die haben das einfach repariert und die haben nicht mehr die traditionelle Häuser. Au trăit așa vreo 20 de familii, aproximativ 20 în grotele astea din pământ, care se numesc Bordei aici, care n-au fost săpate pentru locuințe la început, că multe au fost cuptoare de ars ceramica, pentru că în zona respectivă au trăit maghiari și mai sunt o parte din locuitori maghiari și a existat o breslă a olarilor, care nu mai există la ora actuală și ardeau oalele după ce le... Viele von denen sind unter der Erde vor 20 Jahren gelebt, also in diesen, ich weiß nicht, wie die heißen. Katakomben? Ja, irgendwas. Genau. Und aber jetzt leben sie nicht mehr. Dort vorher gab es, wo die gelebt haben, gab es so offen, wo die Töpfe gemacht haben und geplant haben, die Ungarn. Und die Roma-Community ist dort gegangen und hat dort die, ist einfach, also es waren keine echte Wohnungen. Alle, die hier sind, die leben wie wir Rumänen mit uns mit und die arbeiten sehr viel und meisten von ihnen sind orthodoxe, aber es gibt verschiedene Religionen hier. Aber alle respektieren sich gegeneinander. Da, așa în ce ne privește cu mine sunt foarte respectoși. Mit dem Pfarrer, die sind sehr, sehr, die respektieren. Am, spre exemplu, o familie care are 13 copii și e cea mai numeroasă și pe al 11-lea, pe o fetiță, am botezat-o. Mm-hmm. Am botezat-o ca naș. Oh, ce drăguț. Da, deci avem și relații. Er hat in die Kirche eine Familie, die 13 Kinder hat. Und der 11. Kind hat er getauft. Er war als Pate dort. Ca preot dann, i-am botezat pe toți, normal, dar... Ja, in dem Sinne, als Pfarrer hat er ja alle getauft, aber in dem Sinne, der 11. Kind ist ja, also das hat er gemeint, er hat auch nähere, so. Uite, Ion e prietenul meu care mă ajută aici și el locuiește în zona aia acolo. Also, er ist der Freund von ihm und er wohnt im dort, wo wir hinfahren. Ja. Mhm. Deci am spus, nu e ceva deosebit, mm-hmm, decât dacă vă arată un pic Bordeiul, să, mm-hmm, așa să vedeți, da, situația în care au... Și eu sunt curioasă, ei sigur sunt curioasă, dar și eu sunt curioasă. Pe asta cam 200 de ani așa au stat în majoritatea familiilor, dar și-au făcut și case. Mm-hmm. Nu foarte mari case, mi sunt 2-3 cartiere unde s-au așezat. Mm-hmm. Majoritatea, v-am spus, fiind aduși aici,
pe vremea când se lucra la pământ. Erau proprietarii de pământuri cu... Sie haben ungefähr 200 Jahre unter der Erde gelebt, aber jetzt leben sie normal. Also unter der Erde heißt, ich muss manchmal in Höhlen oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, irgend sowas, ich weiß nicht, wie das echt heißt im Deutsch. Katakomben. Es ist quasi Diese Häuser sind halb zum Beispiel ins Erde gegraben. Und diese heißen auf Grotte, Rumänisch. Heißt es auf Rumänisch. Bordelle. Auf Rumänisch. Es gab hier also nie irgendwie Probleme zwischen den Bewohnern hier und den Roma, die dazugekommen sind. Und după că nu există niciodată probleme cu între comunitatea Roma și români efectiv. Nu, așa, conflicte semnificative, să spui, domne, a fost un fenomen, așa, un eveniment sau o dramă, un eveniment dramatic, n-a fost, n-au fost. Also es gab keine dramatische Vorfälle. Ja, genau. Also das Zusammenleben ist friedlich nebenbei. Genau, ja. Ei au fost aduși comunitățile de romi și a fost cumva obligat să se organizeze destul de compact pe lângă localitățile așa care deja erau formate din după Evul Mediu, adică în perioada de sfârșit a Evului Mediu, că foarte mulți proprietari de pământuri, mai ales maghiari, îi aduceau ca să lucreze pe pământuri și s-au creat un fel de mici colonii, așa, care multe au devenit între timp chiar vetre ale unor localități. Dar ei au fost tolerați așa să se așeze undeva în în marginea localităților și și-au format cartiere. De asta sunt ei așa comasați într-un fel, dar între timp au început să-și cumpere case. Sie wurden hier im Mittelalter hingebracht und die hatten keine Wahl, die mussten hier arbeiten für den Ungarn und so. Und die so langsam aber sicher haben sie sich Wohnungen gekauft und jetzt leben sie wie normale Menschen. Wieso wurden die hierher gebracht? Gezwungen? Für Arbeiten. Also man hat die irgendwo gekidnappt, sozusagen? Iar în perioada regimului comunist, noi am avut aici o fabrică de cuțite care făcea tacâmuri și cuțite și majoritatea au lucrat în fabrică, în secții foarte grele, unele dintre ele foarte toxice, pentru că pasta folosită la șlefuitul tacâmurilor era toxică, producea așa un fel de atmosferă nocivă și foarte mulți au lucrat acolo și au câștigat foarte bine în perioada comunistă. In dem Kommunismus haben sie alle hier gearbeitet. Es war ein Messerfabrik so für Geschirr und es gab sehr sehr toxische Sachen, aber obwohl diese Sache haben sie alle gearbeitet und haben sie sehr sehr viel Geld gekriegt. Kannst du ihn mal fragen nach seinen persönlichen Erfahrungen, also ob er da mit manchen befreundet ist, also wie sein Draht ist, sein Zugang? Întreabă dacă cumva aveți, nu știu, cunoștințe sau sunteți prieteni, ca să spun așa, cu familie. Da, sunt în relații bune, așa, și mai există și așa programe la nivel parohial de ajutorare, așa sunt. Mai mult așa îi ajutăm toate, să spunem, anumite familii sau cineva se oferă ca să ajute și punctual îi ajutăm. Die sind befreundet, also er hat Freunde sozusagen und er hilft ihnen auch, aber nur die Familien, die es brauchen, die es echt brauchen. Am avut și perioade în care, să spunem, așa cu mici proiecte, pe lângă parohie, am acordat masă în perioadele posturilor sau așa și le-am acordat o masă gratuită. Și es gab auch Zeitspannen, die vor dem Weihnacht oder vor dem Osten haben sie einfach etwas organisiert und dass sie essen könnten gratis für allen. Ultima activitate pe care am avut-o, tot așa la nivelul parohiei noastre,
unei familii care are 5 copii și s-a ocupat mai mult cu agricultura, i-a murit calul și i-am cumpărat cal, am făcut o colectă, i-am cumpărat un alt cal, i-am cumpărat aparatura casnică, mai mult de bucătărie, s-a schimbat geamurile, s-au schimbat, le-am pus geamuri termopane. De asta e, nu prea ai ce să arăți așa tradițional. Es gab eine Familie mit 5 Kinder, die ziemlich arm waren und den Pferd ist gestorben, dann ist er gegangen und hat ein neues Pferd gekauft und sie haben neue Fenster, die hatten keine Fenster dort, wo die wohnten und alles, was man im Haus so braucht, Kühlschrank und so, haben alles gekauft mit der Hilfe von den Menschen hier im Dorf. Meinst du, wir können so eine Familie mal besuchen, also denen ein paar Geschenke vorbeibringen, also wenn wir ein bisschen sammeln und denen was spenden, das vorbeibringen? Eu am întrebat, am putea, de exemplu, să, la familie care au nevoie să pregătim, nu știu, ceva cadouri mici și să mergem să le dăm? Da, ar merge. Ia, hai că exact, ia de sfert. Și atunci cred că ar accepta și mai ușor așa, într-o relație directă, ca să și filmați. Wird es besser sein, dass wir ihn auch filmen können und dass wir mit ihm reden. Können wir das heute Nachmittag machen oder morgen Vormittag? S-ar putea să facem asta astăzi după masă sau mâine dimineață? Da, cred că se poate și astăzi. Er hat gemeint, dass wir heute das auch machen könnten. Mai sunt două sau trei, că astea sunt foarte interesante, grotele astea în pământ, care riscă să se degradeze și intenția noastră e de a le prelua. Așa, am stabilit un fel de acțiune și cu domnul primar și aș vrea să protejăm zona respectivă și să organizăm un fel de muzeu acolo. Es gibt noch zwei unterirdische Wohnungen, die noch dort Menschen wohnen und es ist sehr gefährlich, dass sie kaputt gehen und er hat mit dem Rathaus geredet und sie haben gesagt, dass sie jetzt versuchen, diese Menschen zu helfen. Wollen wir die besuchen und denen was bringen? Kannst du sie mal fragen, was sie gebrauchen könnten, was wir ihnen mitbringen könnten? Wäsche waschen, aber da es die Regen kommt, kann das nicht machen. Hai, Bogdan. Aveți aici, v-am adus, haide să le punem înăuntru că-s grele. Ai dat drumul așa la rade, mai scurt. Da. Dar nu chiar la asta nu ne-am gândit să luăm acum. Nu ne-am gândit, nu. N-avem nici 10 lei. Nu le avem la noi. Was fragst du sie gerade? Die bedankt uns von den Lebensmitteln. Das ist sehr nett von uns, so hat sie gesagt. Kannst du sie mal fragen, wie das Leben hier für sie ist? Also, jetzt bin ich hier, wie hat sie denn was? Es ist sehr schwer, dass das Erdefeld hier fast jeden Tag auf sie. Das ist jetzt eigentlich unschlecht. Sie kann hier nicht richtig leben. Și cum vă descurcați? Rău.
Ich habe ihr gefragt, wie sie ausgeht jeden Tag, und sie hat gesagt, es ist sehr, sehr schwer. Sie hat mir jetzt vorher gesagt, dass sie auch sehr krank ist, wegen diesen, da es immer kalt ist und solche. Wie ist das bei ihr, wenn sie einen Arzt braucht oder Medizin? Ci faccio scrivere per un medico, quando avete bisogno di medicamenti. Mamma ha un aiuto sociale. Die hat diesen sie kriegt Geld von den Rathaus, ich weiß nicht, wie das heißt, soziale Betreuung. Mhm. Und so kann sie. Und wie leben also hier alle zusammen? Also wer gehört da zu wem? C'è già tre istruzioni per una famiglia di una vostra sono detti. Sì, non mai un bărbatul, că copiii mei dați la o școală și ai l-altă măritată și voi așa. Die lebt hier zusammen mit ihrem Mann. Die Kinder sind weg, die sind nicht hier. Die zwei von ihnen sind in die Schule und einer ist geheiratet. Ja. Und die anderen hier oben, also sind die miteinander verwandt? Ceilalți ce au stat, oamenii sunt cunoscuți între ei, adică sunt verișori. Nu, eu n-am neamuri aici, eu nu sunt de aici. Nu, dumneavoastră, știți cumva dacă oamenii pe aici se cunosc între ei, nu? Cum e aia? În sensul că au, de exemplu... Neamuri, așa, nu bărbatul? Neamurile ar bărbatul ăsta care stă aici pe curte. Ia, de fărvante sunt aici, ale sunt fărvante. Neamurile lui, eu nu am treabă cu ei. Dacă mănânc, dacă nu pui capul jos și mă cur și dau drumul la radio și mai ascult așa știrile. Exact. Die lebt eigentlich alleine, nicht mit ihrem Mann, obwohl ihr Mann auch hier ist. Und die hat gesagt, es gibt Tage, die sie nicht essen kann, dann schläft sie einfach ein. Und wie viel hat sie im Monat zum Leben? Komm, kriegt alles bei Luna. Câți bani primiți pe lună? Cum? De puțin bani, 1.400.000 și trebuie să plătesc la alimentar, pe dată. Sie kriegt 140 lei pe monat und dann muss sie alles kaufen. Nu pipați așa-i? Nu. Ce aș pipa o țigară? N-am bani, de aia zic eu. Die muss alles hier bezahlen, die geht einkaufen nur so auf eine Liste, sie trägt sich auf eine Liste und wenn sie Geld hat, dann geht sie einkaufen. Was macht sie jetzt mit den Lebensmitteln? Also teilen die das? Das ist falsch, wo Alimentos le importiert, sondern die teilt es nicht, die behält es für sie. Okay. Aber wenn sie es braucht, ja. Sie können es für euch fremdet fragen. Und fühlt sie sich manchmal diskriminiert? Kennt sie sowas? Wo sind sie cumva discriminată? Știți ce zice aia? Adică s-a bătut cineva joc pe dumneavoastră vreodată? Cum să zic și eu, nu mă înțeleg așa cu țigane, nu mă interesează dacă mă las mânăși, dacă... Și dumneavoastră aparțineți acestei comunitate rome? Sunteți... Da, țigane. Da? Die hat gesagt, die versteht sich nicht so gut mit der Roma-Community von hier. Die hat gesagt, die ist eine Zigeunerin. So hat sie es gesagt aus Târgu Mureș. Das ist hier neben Sibiu, Târnăveni. De acolo sunt și bunicii mei. Da? Sămălghițan, dacă ați văzut. Aici tu spune de pe Târnăven că a făcut o fabrică și da, nu mă duc acolo, că nu m-am pe nimeni acolo, că eu muri părință, am doi prase. Ihre Eltern sind gestorben, darum geht sie auch nicht nach Târgu Mureș zurück. Da, că n-am ce să-ți dau. Was ist ihr größter Wunsch? Was würde sie glücklich machen? Ce, care ar fi cea mai mare dorință din dumneavoastră? Ce ați vrea să facă? Aș face să am putere o casă, să nu mai stau sub pământul, să mi-e frică și când plouă și când urde, trebuie să ies afară. Civil. Sehr, sehr gerne und sehr dringend ein Haus bauen, denn immer wieder, wenn es regnet, kann sie nicht ins Haus bleiben, sie muss immer wieder raus bleiben. Egal, ob es donnert oder Blitzdonnerwetter, tropft dann hier durch? Ja, es tröpfelt in dem Haus. Immer wieder, wenn es regnet, tröpfelt in dem Haus. Man sieht es dort oben. Ja, die Erde fällt. Hat sie mal auf der Straße gelebt?
Hast du immer zwei Momente gehabt, als du oder bist du statisch gestrahlt oder bist du gestrahlt? Ei, eu am avut casă, dar bărbatul meu o să cu casă, dar puc la casă și pe locul ăsta unde pe cuvine a făcut casă. Nu mai pot să mă zic nimic, că eu sunt străin aici. Also, sie hatte ein Haus, aber sein Mann hat es entzündet. Jetzt hat sie gar nichts mehr. Ihr Mann hat das gemacht. Und sie hat jetzt gar nichts mehr. Sie hat, er hat ein neues Haus gebaut, aber die darf einfach nicht rein. Was hat sie früher mal gemacht? Ce ați făcut în trecut? Cum vă aduceți aminte de copilărie sau de tinerețe? Când am fost copilul, am fost în satul meu. Als ein Kind war, war sie in Târgu Mureș und hat sich dort, also war einfach fröhlich, musste nicht. Also hat sie irgendwas gearbeitet, irgendwas gelernt? Als Lucrace war? Da, Lucra cu zuva la omi. Die arbeitete immer wieder für den Menschen, jeden Tag für jemand anderen. Asta fiind ce? Adică pur și simplu mergea la oameni și cineva ging einfach zu den Menschen und was sie zum Arbeiten, egal was sie hatten, arbeitete sie. Am copilă măritată, dar nu mă ajută cu nimic, copilul iar aici la Sibiu. Sie hat ein Mädchen, die geheiratet ist, aber die hilft ihr gar nichts. Überhaupt nicht. Also die will, și fica dumneavoastră nu vrea să vă ajute, nu vrea să recunoască. Deci nu vrea, nu vrea să recunoască că deci nu vă recunoaște ca mamă. Că eu crescut la o familie bogată și ihr Tochter, also sie lebt hier in den sie lebt hier und die will nicht sagen, dass sie ihr Mutter ist. Das will sie überhaupt nicht hören. Ihr Tochter, die geheiratet ist. Also, und ihr Mann hat sie auch verstoßen. Hat sie was Schlimmes gemacht? Der arbeitet jeden Tag und das Geld, das er verdient, der trinkt es und der raucht es. Und die bleibt hier alleine. Da ați făcut, ceva rău sau de ce? Eu nu am făcut nimic rău. Să aduce el așa, să-ți câștigă. Și pentru fica dumneavoastră, cum să facă așa ceva, nu? Die hat gar nichts Schlechtes gemacht. Die hat gesagt, einfach der Mann, der will das nicht. Und ihre Tochter, die will das überhaupt nicht einmal hören. Ei, vezi de aia Paraschivă. Paraschivă o cheamă. Paraschivă? Da, și mamă-i cumuță, dar ea umplă bagabantă deasupra pe aici. Anastasia. Uh-huh. Anastasia. Tot sfinteam. Și iconii iar sfinteam pe ăsta. Sunt credincioasă? Da, mai mă duc la biserică, da? Mă cește și eu. Ich habe gefragt, ob sie eine Gläuberin ist und ob sie in die Kirche geht und sie hat gesagt, ja, ich gehe in die Kirche. Und Das war mit mir, ne? Ori zice, sigur se bucură dacă veniți cu ceva și ne-am gândit că trebuie să vă aducem ceva, să aveți, nu puteți. Zici că să vă rog dumneavoastră. Aveți ce mânca așa? Sau n-am nici usoare, n-am nimic, nici margarină, am o bucată de pâine și aia o mânc și împar și cu muța. Și cât trăiți cu o bucată de pâine? Hai de capul meu. Și mâine trebuie să mă duc la prestație, să lucru, să trag cu bătura, să-mi câștig banii. Sie hat so ein Stück Brot und dann lebt sie, sie teilt es mit dem Kätzchen und so lebt sie tagelang. Ein Stück Brot? Ja, mit einem Stück. Also nur ein Stück Brot. Effektiv nur ein Stück Brot. Und also wenn sie mal auf Toilette muss oder was waschen muss, wie macht die das? Hat sie Wasser hier? Toilette, sagen wir schon, ist das Platz, was sie da unten hat. Da, mai mă duc și eu pe la țigane, așa, dacă îmi dă două sticle de apă. Geht hier in den Gegend und fragt den Roma Community,
wenn sie eine Flasche oder zwei, mehr als zwei Flaschen, kriegt sie nicht von denen. Und sie kriegt zwei Flaschen Wasser und dann muss sie es so machen, dass sie, dass das reicht. Gibt es hier so eine Art Hierarchie oder so einen König oder? Există aici cineva care e suprem, adică este vreun rege aici în sat sau vreun cineva care vă conduce, care e mai mare, care are putere? Pe, cum să zic, primarul, dar pe primarul știi că ne-a ajutat. Deci, în sensul, între, printre țigani. Nu, țigani nu există, nu? Deci nu, nu e nimeni. Am crezut că la primărie, la primărie știe că... Sie haben nicht, sie haben das nicht, nur der Bürgermeister ist hier über den ganzen Dorf und der Bürgermeister kann, weiß schon über ihre Situation. Hm. Die kennt das. Ja. Immer nicht weiter auf die Folter spannen. Egal ob es Winter ist oder Sommer, die hat keine Heizung. Und cum este iarna aici? Cum? Iarna e o țărere, e rece și e rece, că dacă n-ai geamuri, n-am ușor. Ich habe gefragt, wie es im Winter ist und er hat gesagt, es ist sehr, sehr kalt. Ja. Sie hat kein Tür, das ist das Einzige, was sie hat. Das ist ein Stück Holz mit Papier, also mit Plastik drauf. Und ja. Fenster hat sie ja überhaupt nicht, ein Löcher in der Wand. Die Kätzchen, die können hier durch die Tür eigentlich, durch den Plastikding hier reinkommen. Und wie leben die anderen hier? Și cum trăiesc ceilalți față de dumneavoastră? Mult mai bine. Pe alții țigan trăiește bine, are ce trebuie. Sie leben alle gut hier, die haben alles, was sie brauchen. Und Licht, Kerzenlicht ist denn hier, oder? Corect, nu am. Ja, de la lumină, de la asta. Îi dai drumul la asta și... Die hat kein Licht. Asta merge așa, uite. Dar stânca mie nu-mi place muzicile. Nu-mi place, știrile îmi place. Das mag sich nicht hören, nur wenn die Nachrichten sind, dass sie weiß, was ihr in Heimatdorf passiert und so. Hätte ich mal so einen Schlafsack mitbringen können. Was denkt ihr darüber? Ja. Ich muss nur kurz dabei sitzen, dass sie weiß, was wir hier erzählen. Întrebat, ce gândim noi? Când am văzut asta. Și pentru noi, pentru mine cel puțin, e un șoc. Adică eu nu știu dacă, sigur, nu cred că aș putea trăi. Sub pământ aici. Sub pământ și în astfel de condiții. Adică nu știu, mi se pare... O viață grea. O viață foarte grea. Și cred că... Nu știu. Nu cred că... Ich habe gesagt, für mich ist es so wie ein Schock. Ich konnte hier nicht leben. Also, ich kann mir das nicht vorstellen, wie es, egal Sommer oder Winter, es ist ja hier sehr kalt und es ist, naja, Juni. Was macht sie im Winter? Für mich auch schaut es sehr schrecklich aus. Man fühlt sich hier wie begraben. Genau. Und, el a spus că se simte ca și îngropat aici. Da, dacă cade asta pe mine, mor. Nu mă apuc. Și sub asta aici aveți pământ. Unter diese Teppiche, das ist nur Sand und man kann hier halt bemerken. Oh, Doamne ferește. Say for
Wir waren uns in vielen Dingen einig, aber noch mehr haben wir diskutiert. Und das war auch gut so. Es war der Sinn dieser Reise, durch das Diskutieren mit anderen den eigenen Horizont erweitern zu können. Es war ein Abenteuer, das wir jederzeit fortsetzen würden. Es gibt auch diese Unterschiede zwischen Roma und Sinti. Und das ist, man sagt ja, die Roma, das waren die Fahrenden. Und die Sinti, die sind irgendwann sesshaft geworden und sind auch irgendwie andere Abstammungen. Griechen, also sehr unterschiedliche Meinungen. Die Bezeichnung Zigeuner ist ja eigentlich nicht, die kommt aus dem Griechischen, bedeutet Aziganus, von Aziganus, also wie eine Art Paar, also unantastbare. Das waren irgendwelche Fremde. Ja, das ist aus der indischen Tradition. Und einige sind aus Indien gekommen. Und über Griechen und dann nach Europa, das ist eine ganz lange Geschichte. Ich sage immer, auch wenn der Zigeuner sagt, jemand oder so, wenn du es schlecht meinst, wenn du es nicht meinst, also scheiß Zigeuner oder scheiß Roma oder scheiß Deutsche oder Grieche, dann ändert sich nicht. Ich bin Angela, er kommt aus dem Brabant, es ist eine Kleinstadt, 6000 Einwohner, etwa 70 Kilometer entfernt von Sibiu. Er hat eine Allianz für die Roma, er kämpft für die Rechte der Roma. Ich werde ihn jetzt bitten, sich selbst mal kurz vorzustellen. Ich werde die Übersetzung übernehmen. Falls es irgendwelche Fragen gibt, dann gleich reinschreiben und die Frage stellen, damit alles geklärt ist. Nach dieser Vorstellungsrunde werdet ihr dann die Chance haben, selbst Fragen zu stellen. Ihr habt euch auch schon was überlegt und ihr könnt auch spontan sein. Das ist absolut kein Problem. Ich gebe dann weiter. Zum Pensionar. Sono presidente dell'Alleanza per l'Unità della Roma e per le sue comunità. Ist Präsident der Allianz für die Einheit der Roma, welches von der Roma-Gemeinschaft gewählt wurde? Am Dori, desde la città che vostra collabora anche con noi, se ne è successo che penso. Es gibt vielleicht auch in der Gruppe die Bereitschaft, mit einigen Projekten zusammenzuarbeiten unsererseits, damit Sie bestimmte Probleme in der Gemeinschaft überwinden können. In der Gemeinschaft, wo er herkommt, gibt es sehr große Probleme, eine hohe Arbeitslosenrate, Armut. Dass die Kinder nicht in die Schule gehen, Bildung. Ist diese Allianz eine politische Gruppe? Also sind die irgendwo in einem Parlament vertreten oder ist das nur eine interne Sache? Also wo sich die Roma vereinigen oder hat das eine politische Bedeutung irgendwo in irgendeiner Weise? Componente politica, dato che si rappresentati in Parlamento, dato che si mancano sedi territoriali, quindi va occupati con politica. Salta che io parlo di condizioni sociali. Invece noi non presenti una politica. Queste dinge sono scarici di politica, di Allianz. Alcuna solo partito Romanis. Seit kurzem gibt es ein Protokoll mit der Nationalliberalen Partei. Das ist die Partei des jetzigen Präsidenten. In diesem Moment ist es nicht ganz klar, wie das aussehen wird in der Zukunft mit diesem Protokoll. Es wird aber bestimmt vieles von den Wahlen nächstes Jahr abhängen. Wir haben Parlamentswahlen. Es hängt auch davon ab, ob die Städte jetzt zum Beispiel eine Mehrheit von Nationalliberalen haben in der Verwaltung, weil sie es dann irgendwie vereinfachen könnten, für sie sich politisch auch zu engagieren. Für ihn liegt es daran, dass für die Leute, für die Gemeinschaft einfach nichts Greifbares zu sehen ist von dem, was die Partei macht. Das heißt, es sind sehr viele Gelder geflossen, auch von der EU-Ebene, auch auf nationaler Ebene und sie haben sozusagen nichts davon profitiert, beziehungsweise hat sich nichts verbessert in ihrer Lage.
Das besprechen Sie auch immer mit dem mit der PNLR, auch mit der Nationalliberalen Partei, dass das ein sehr, sehr großes Problem ist. Sie wissen nicht so genau, wo das Geld eingeflossen ist, beziehungsweise die Projekte, die Sie schon durchgesetzt haben, haben noch keine konkreten Ergebnisse gezeigt. Es gibt viele Initiativen, aber es gibt wenig Ergebnisse. Es gibt eine Hochschule, es gibt auch an der Bundes zum Beispiel, gibt es eine bestimmte Anzahl von Plätzen, wo die Roma direkt sich einschreiben können, ab und zu auch ohne die Aufnahmeprüfung zu machen. Und die sind automatisch sozusagen an der Schule angekommen. Er meint, das ist so eines der wenigen Vorteile, die sie gegenüber Rumänischen haben, gegenüber der Mehrheit haben sozusagen. Und dass sein Sohn selbst es auch so geschafft hat, sich an der Uni einzuschreiben und dass diese Plätze für sie auch wichtig sind. Vielleicht um da noch einzuhaken, wenn ich darf. Diese Debatte um Quoten führen wir in Deutschland seit Jahren. Es ist ein Instrument, um zumindest ein Mindestmaß oder ein Minimum an Diskriminierung abzubauen. Jeder, der sich halbwegs darüber Gedanken macht, weiß, dass das auf Dauer natürlich keine Lösung ist. Aber wenn aus der Gesellschaft selber da nichts kommt, ist es eine Möglichkeit seitens der Gesetzgebung, Diskriminierung abzubauen. Auch wenn das natürlich im ersten Moment von der Mehrheitsgesellschaft als ungerecht empfunden wird. Oder diese Debatte Mann und Frau. Warum gibt es eine schlechte Quote? Hauptsache ist, dass die Leute da einen guten Schutz haben. Vom Staat aus sind sie geschützt. Und dass es in Deutschland keinen Rassismus gibt. Aber deine Frage, warum die denn trotzdem so viele Kinder kriegen, das ist ja ein weltweites Phänomen, dass in armen Ländern die Menschen total viele Kinder haben. Und man fragt sich immer so, zum Beispiel in Palästina, ne, eingegrenzter Bereich, kriegen sie trotzdem total viele Kinder, obwohl sie wissen, es ist keine Ernährung für die gibt. China, Ein-Kind-Politik. Ja, hat aber nicht funktioniert. Das ist etwas anderes. Mit allen schrecklichen Folgen, die da heißen. Zwangsabtreibung, Mädchentötung, Tote bei Fehlgeburten und Geschichten und inzwischen Mädchenhandel. Die kaufen in Teilen Chinas Mädchen aus Indien, da wird Menschenhandel betrieben, weil es keine Frauen mehr gibt. Aber in Indien ist es ja auch problematisch. Sie kaufen Frauen. Ja, das ist massiver Menschenhandel. Dazu muss man aber auch sagen, auch innerhalb des Landes. Es ist nicht nur ein Kindpolitik zu schulden, sondern von der Gesellschaft, die sie leben. Also Männer sind ja da wesentlich höher anerkannt als Frauen. Und wenn die heiraten, dann muss von der Seite der Frau die Familie mitgift zahlen. Genau. Richtig, und die ist extrem hoch. Ja, die ist richtig hoch. Und das ist halt ein Faktor, der dann noch... Das stimmt schon, aber wenn du dann nur ein Kind kriegen kannst, dann würdest du dein Mädchen isolieren, Genau. Aber das ist ja nochmal ein Problem in diesem riesigen... Also das ist nochmal ein anderes Problem, denke ich, als jetzt, wenn Roma ganz viele Kinder kriegen. Weil... in China ja insgesamt die Bevölkerungszahl riesig ist. Die Dichte. Und ich denke, das ist dann manchmal so die Hoffnung, dass dann auch, also er meinte, die denken auch nicht so drüber nach, aber dass halt einige Kinder dann gut durchkommen oder arbeiten und dann Geld reinbringen. Oder Familie hat einen anderen Stellenwert. Familie ist der Rückzugsort für die Community, wo sie sicher sind. Das ist die einzige und es ist gleichzeitig Lebensversicherung, sei es durch das Kindergeld, sei es durch die Rente, sei es durch das Betteln der Kinder. Oder je mehr halt Kinder, umso größer die Chance, dass die Familie bestehen bleibt. Umso höher ist die Chance, dass sie überleben. Richtig. Und das sind dieselben Mechanismen wie in irgendwelchen kongolesischen Dörfern oder in irgendwelchen indischen Dörfern. Es ist die einzige Sicherheit.
Wobei ja, und der, halt schon, der Schlüssel, das zu durchbrechen, ist Bildung. Das ist richtig, aber ich muss echt schlucken, wo die gesagt hatten, so 10 bis 15 Kinder. Ja, guck doch einfach mal Deutschland vor 300 Jahren. Aber wie viele Kinder hat es in deutschen Dörfern gegeben? Aber das gibt es in Deutschland, gibt es auch Familien, die Kindergeld kassieren. Das ist ja alles das Gleiche. Ich meine, Sozialbetrug sozusagen ist, oder wenn wir es jetzt zuspitzen wollen, ne, ist ja nicht das Phänomen einer Gruppe. Sondern es ist ja quasi gruppenübergreifend. Aber ich habe das jetzt eher so verstanden, dass es ein schlechtes Argument ist, zu sagen, viele Kinder für Kindergeld. Ja. Weil wenn das Kindergeld so gering ist, genau, das bringt doch der Familie gar nichts. Nee, aber wenn der Faktor ist einfach 1 gegen 10, macht sich dann schon bemerkbar. Und das ist dann halt der Punkt. Ja, aber die müsst ihr ja trotzdem ernähren und so. Ja, richtig. Aber die Chance, dann 5 durchzukriegen von 10, dass 5 überleben. Ja gut, aber dann fällt das Kindergeld der anderen wieder weg, wenn die ja, nicht mehr da sind. Also es bringt doch nichts, 9 Euro mehr. Ja, aber rechnen Familien so, die in prekären Situationen leben? Nö. Nee, ich denke halt, dass keiner so rechnet, ich kriege ein Kind, um Kindergeld zu kriegen, sondern dass es einfach passiert. Aber wenn es manche machen... Es sind viele, die das nicht wollten. Zum Beispiel dort, wo ich wohne, ist auch gelegt. Sowas wie ich. Und es ist so ein kleines Platz, wo ein kleines Haus ist. Mhm. Und dort sind ungefähr 5 Familien. Und das ist eine Familie, die immer so von Jahr zu Jahr ein Kind machen. Mhm. Und es ist dort ein kleines Kind, Basilika heißt er. Und er ist einmal kaufen gegangen und die Käuferin hat ihn gefragt, na, was magst du? Ja, meine Mama hat wieder ein Kind gemacht. Und der ist so, also sie haben auch einen Arbeitsplatz, sie haben auch so Geld, damit sie leben. Es ist alles normal, aber es ist eine Familie, die immer Kinder macht. Das ist vielleicht auch ein kulturelles Ding, zu sagen, wie ich es gerade versucht habe zu erklären. Die Familie als Rückzugsort und als der stärkste Faktor innerhalb einer Community. Guckt in Deutschland, wie sich Familienbeziehungen im Laufe der letzten 150 Jahre geändert haben, seit der Industrialisierung. Das sind einfach Prozesse, die durch Gesellschaften unterschiedlich vonstatten gehen. Korrekt, von den Großfamilien würdest du denn... Zu den Kleinen, genau. Und das ist eine Entwicklung, die haben wir in Deutschland seit 150 Jahren. Guck, wie viele Kinder gab es in Familien, in was wir jetzt heute Deutschland nennen, vor 150, 200 Jahren. Da waren es auch normal, 3, 4, 7, 8, 10 Kinder zu haben. Aber da gab es auch noch Arbeitskräfte genutzt worden. Kinder waren damals Arbeitskräfte. Dass man hat viele Kinder bekommen, um möglichst viele Arbeitskräfte damals richtig, halt noch aufs Feld hat schicken können. Genau. Ja, und hier ist ähnlich. Aber da gab es ja auch noch nicht so diese Verhütungsmittel. Und die gibt es jetzt. Richtig, ja. Man sollte minimal 3 Kinder haben. Ja, es aber gibt ja auch geschriebene, und es hat ja auch gesagt, geschriebene und ungeschriebene Gesetze in solchen Communities. Vielleicht spielt da ja auch einfach so ein Natürlichkeitsverständnis irgendwie mit, dass der Mensch halt möglichst keine Tabletten oder Medizin oder das halt dürfen nimmt sie, wie, oder so. Wie ihr gesagt habt, das ist ungeschrieben, aber das dürfen sie nicht machen. Die Frage ist, wer legt das fest? Das würde mich interessieren. Das legen tradierte Formfest. Du hast in Albanien zum Beispiel in den Bergdörfern ungeschriebene Gesetze, oder gibt es ein geschriebenes Gesetz, das ist so eine Rolle, die gibt es da seit so und so vielen 100 Jahren, und die legt die Grundregeln des Zusammenlebens in der Community fest. Und durch die Ältesten, das wird tradiert. Genau, was wird immer das? Und das kannst du durchbrechen durch Bildung. Weil es ist einfach nur Unwissenheit. Was Unwissenheit? Nein, das ist ihr Wissen. Unwissenheit, denn für sie gibt es im ersten Moment Sicherheit. Mhm. Es gibt ein festes Setting, es gibt einen Rahmen, es gibt Sicherheit. Genau. Und die Unwissenheit, dass es aber auch Sicherheit darüber hinaus gibt. Dass es nicht diesen Kasten gibt, wo ich drinstehen muss. Mhm. Es gibt auch noch einen zweiten und einen dritten Kasten, wo ich reinstehen kann. Wo ein festes Setting ist, wo ich sicher bin. Mhm. Und das ist halt der Punkt, wo Unwissenheit, denke ich, eine große Rolle spielt. Ja. Aufklärung. Ja. Also, was ich nicht wahr aus dieser Diskussion finde, war das Ding mit dem Lehrer. Ja. Das ist nicht so. Also in den Schulen werden, ja, von den Schülern schon. Es gibt, es gibt die Kinder, die machen Unterschiede zwischen die Rumänen und die Roma-Kinder. Aber das mit dem Lehrer war echt nicht wahr. Ja. Also das passiert man nicht. Und wie die Elena auch gesagt hat, erstens, naja, wissen sie nicht, ob er. Ja, und das kann man beweisen.
ihr erkennt ihn auf der Straße, weil er dunkle Haut hat und weil er stinkt. Ja, aber das war euer O-Ton. Ja, vor zwei Tagen. Markus, aber ich meine jetzt, es gibt einige, die nicht einmal, man kann sie nicht erkennen. Es sind wenige, aber es gibt schon. Also die Verurteilung findet dann halt nicht aufgrund der sichtbaren Merkmale statt. Okay. Aber ich denke schon, und ich Entschuldigung. Ich denke schon, ich glaube Ihnen, dass wir den Lehrern. Weil warum sollte das auf einmal im Klassenzimmer aufhören? Genau, warum soll es anders sein im Klassenzimmer als auf der Straße oder auf der Behörde oder im Krankenhaus oder auf dem Markt oder sonst wo? Warum sollten Lehrer, die auch nur Menschen sind, anders handeln als der Rest der Gesellschaft? Weil wenn sie in der Klasse kommen, sie müssen die Probleme so, weiß nicht, anderswo lassen. Also ein Lehrer muss seine Klasse als seine Familie haben. Also, das, und ich weiß, ich kann es auch beweisen, dass was er gesagt hat, nicht stimmt. Weil wir haben dort, wo ich wohne, sind sehr viele Romas, wie ich noch gesagt habe. Und es ist eine normale Schule dort, ja, wo zum Beispiel nur Rumänen gehen. Und die halbe Schule ist mit Romas. Ja, die man sieht, dass sie Romas sind. Und ich habe auch Freunde. Ja, und ich habe ihnen gefragt, wie ist es dort? Naja, es macht Spaß, haben sie gesagt. Aber wir wollen nicht mehr lernen. Es ist zu viel und es ist besser, wenn wir arbeiten. Und sie haben auch Arbeit. Und ich habe ihnen auch gefragt mit diesen Professoren. Und sie haben gesagt, sie sind alle gleich dort. Sie sind alle Freunde und wir hatten auch in der Klasse, als wir 15, 18, wir hatten auch Romas und niemand hat nichts gesagt. Deshalb kann es unmöglich sein. Das kann noch etwas geben und dazu kann ich noch sagen, dass mit dem hinteren Teil der Klasse, das kann stimmen, aber das kann einen anderen Hintergrund haben. Und dann kann ich hier ruhig erklären. Im Unterricht zum Beispiel, das ist in Rumänien üblich, wenn die Schüler unruhig sind, nicht mitmachen wollen, die werden dann irgendwo entweder in letzte Bank geschoben oder erste Bank. Und es gibt bestimmte Lehrer, die das machen, okay, willst du nicht mitmachen, passt jetzt nicht auf, bist schlimm, wie, ist das eigentlich auch so, dann musst du nach hinten gehen. Und ich habe gesagt, vielleicht haben sie die Geduld dazu nicht und dann geht das, dann ergreift man zu den Maßnahmen, dass man anhand der Nationalität so handelt, da habe ich schon meine Zweifel. Und umso mehr, denkt mal kurz nach, sie meinten, das sind 3500 Zigeuner da und ungefähr 2000 Rumänen. Denk mal, die Rumänen haben ungefähr 1 oder 2 Kinder maximal, sie haben 9 oder 10. Wer ist die Mehrheit in einer Klasse, so spontan überlegt? Das sind dann die Zigeuner. Kann man jetzt alle hinten im Hinterraum stellen oder nicht? Ich kann mir vorstellen, es sind Klassen, wo nur 5 oder 6 Rumänen sind. Ja, also so gesehen. Wir müssen halt aufpassen, denn jetzt nehmen wir alle auf und springen mit einer Arschbombe wieder ein Fett. Wieso? Wir haben eine Schule, wo gesagt wird, das ist nicht so. Wir haben ein Gegenargument, wo gesagt wird, das ist so. Und dann wird gesagt, das kann niemals stimmen. Warum? Wir haben nur einen kleinen Teil. Wir pauschalisieren wieder alles. Sagen, dort ist das nicht so, also ist überall auch nicht so. Und ich glaube einfach von der Menschlichkeit her, dass die Lehrer, also nicht alle, aber ich glaube, dass einige Lehrer einfach, die können nichts dafür, weil das völlig normal ist. Die wachsen so auf. Es gibt Roma und die anderen. Ja, aber der hat es gesagt in dem Sinne, dass alle Lehrer das machen. Das ist auch seine Wahrnehmung. Wir sprechen ja, er hat ja auch nicht die ultimative Wahrheit mit sich herumgebracht. Ja, kann er ja auch gar nicht. Zum Beispiel, wenn das so war, denkst du, man hätte nichts gemacht? Also zum Beispiel der Lehrer würde nichts hören und nichts machen. Es sind ja eine Klasse und auf seiner Klasse geht alles, was man macht, zu der anderen Klasse. Also die Schule wird über das sprechen. Richtig, ich weiß, wie Sie das meinen. Ja. Also der Lehrer wird also die Information fliegt durch die ganze Schule und das wird und in die Direktion ganzen Land. Also das wird schon ein Problem. Ja, das wird schon und der Lehrer
Solche kann das nicht machen, nie gehört, weil er ja eine Arbeit braucht, nicht? Ja. Und er hat gesagt, sie haben eine Schule gemacht, nicht wahr? Eine Behindertenschule. Ja, also sie haben eine Schule gemacht. Und wenn er, nachher hat er das mit dem Lehrer gesagt. Also er meint, sie haben eine Schule gemacht und sie haben einige Lehrer genommen und sie wissen nicht, was für Lehrer sie genommen haben und was für Lehrer machen. Also, aber die Frage ist ja, wie die Lehrer das dann begründen, wenn jetzt jemand sagt, die werden da diskriminiert, die müssen hinten sitzen. Dann kann der Lehrer natürlich sagen, ja, die waren immer laut. Man weiß aber ja nicht, ob das jetzt sozusagen zuerst der Lehrer war, der ein Bild von denen hatte und die benachteiligt hat, oder ob sie sozusagen angefangen haben und deswegen... Ja, aber wie er gesagt hat, er konnte sagen, ja, du hast das gemacht. Er konnte sagen, das war Diskriminierung, weil er so denken will. Und er ist auch denkt. Und er kann sagen, danke, wir können einen anderen. Einen anderen Lehrer. Ja. Denn, aber woher weißt du das, wie er das gemeint hat? Weil das ist eine Endlosdiskussion, würde ich mal ganz ehrlich sagen. Ja. Weil das ist alles Open End. Das Ultimative zu sagen, okay, das ist warm, das ist falsch. Wird sowieso nicht. Ich denke auch, da sind auch zu wenige von einer Gruppierung vertreten zur Zeit. Das war ein Roma, der sagt, okay, so ist es. Das ist seine Wahrnehmung. Das ist seine einzelne Wahrnehmung. So denkt er alleine. In dem so muss man es nehmen. So muss man es nehmen. Hier sitzen wir, ihr wohnt in Rumänien, ihr könnt das alle beurteilen. Ihr erlebt es ja alles, so wie sie sich verhalten. Und wir suchen uns ja irgendwo den Mittelweg, weil wir eure Meinung hören, wir haben seine Meinung gehört. Und das trifft normalerweise irgendwo überall aufeinander. So das hundertprozentige Ende findet man da, glaube ich, gar nicht. Er hat gemeint, dass alle Lehrer machen. Er hat nicht gesagt, einige Lehrer machen das. Ja, er hat seine Position auch als seine ultimative Wahrheit dargestellt. Ja, ich sage nicht, dass er... Er kann seine Meinung sagen, aber er darf nicht sagen, dass alle Lehrer machen, denn er kennt nicht alle Lehrer. Genauso er, wie du nicht alle Lehrer kennst. Doch! Doch! Ja. Nein, kannst du nicht. Es geht auch nicht. Nein, darum. Aber ich kenne Personen. Ja, und er kennt genauso. Also, ich würde vorschlagen, das zu überprüfen. Ja. Ob ja, die wirklich. Also ich würde. Wir ja alle Schulen ab. Also nein, nur die Schule, die er gemeint hat. Also ich würde das machen und überprüfen. Das kann sich aber jetzt. Er hat nicht von seiner Schule gesprochen. Ich glaube, er hat aus seiner Wahrnehmung, aus seinem Erleben gesprochen. Und dieses Thema, also die Schule in seinem Dorf, ist ja ein ganz anderes Ding. Die meinte er gar nicht. Aber das ist jetzt müßig, darüber zu debattieren. Es geht auch nicht darum zu sagen, was richtig oder falsch ist. Es geht einfach mal darum, einfach mal zu schauen. Was ist über diesen Tellerrand? Was ist da eigentlich? Einfach mal, nur mal diesen Impuls zu geben, darüber nachzudenken. Weißt du, und ist richtig und falsch. Und der, warum, angenommen, gell? Warum sollte er jetzt einfach so sagen, wenn da nichts dran wäre? Die Lehrer differenzieren zwischen Roma und Rumänier, also zwischen rumänischen Mehrheitsvölker, klar. Warum soll es einfach so machen? Denkt er, oh, jetzt kriege ich ganz viel Mitleid. Deswegen habe ich das gesagt. Also aus welcher Motivation heraus sollte er sich das sowas ausdenken? Einfach so. Das würde wir zeigen, dass die Roma eigentlich gut sind und sie nichts Böses machen, dass sie Mitleid bekommen. Warum nicht? Vielleicht denkt er, ja, vielleicht können diese noch ein Projekt machen. Und vielleicht etwas anderes oder in etwas geben. Die Frage ist, warum muss er das jetzt zeigen? Warum muss er durch solche Sätze das zeigen, dass Roma gut sind? Warum muss er das machen? Weil sie sich rechtfertigen müssen. Warum müssen sie sich rechtfertigen? Weil sie nicht Arbeitsplätze haben, weil sie nicht zur Schule wollen und weil sie zum Beispiel auf die Idee Geld jetzt wieder herumgehackt haben. Also in einer Schulegruppe Geld zu verdienen. Das fand ich jetzt. Hat sich verlangt. Das ist ein großer Unterschied. Ja, wenn das verlangt wird, dann sage ich, komm nur, wenn ihr mir Geld für die OP gebt. Nicht in dem Sinne, aber die Idee vom Geld.
so vor die Nase zu schieben, das war eine Chance, um Reichweite zu gewinnen. Ich fand es verständlich, weil er ja gesagt hat, die Vorurteile, die man gegenüber Roma hat, also dass sie stehen und stinken und so weiter, dass es ja daher rührt, dass sie halt arm sind. Und irgendwie fand ich das einfach glaubwürdig. Und er hat gesagt, wenn man arm ist, macht man alles, damit man etwas zu essen hat. Richtig, alles. Natürlich. Und das ist also ja ganz das normal. Er hat in diesem Satz alles gesagt. Richtig. Ja. Würdest du genauso, würde deine Mutter genauso machen, würdest du machen, dein Vater. Also, aber zu dem ist man Menschen kann nicht sagen, dass er vielleicht nicht gelitten hat. Denn mit diesem Satz hat er alles gesagt. Man macht alles für Essen. Richtig. Also, macht nicht. Das macht nur 2,8 Milliarden Menschen. Es ist so. Fakt ist, es war wieder eine Chance für ihn, Reichweite zu bekommen, ein bisschen mehr Geld für die Operation, vielleicht auch nicht sehr weiß zu bekommen. Und das kann ich ganz nachvollziehen. Ich will nicht sagen, ob ich recht oder falsch, ich kann es nachvollziehen. Das stimmt. Was wolltest du sagen? Aber zu dem Thema Vorteil, ich will da jetzt auch keinem zu nahe treten oder so, aber ihr habt ja auch klar gesagt, so wenn man in den ersten Gesprächen zu euch gekommen ist, die ersten Argumente waren, sie haben eine andere Hautfarbe und sie stinken. Das ist doch, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, also das ist jetzt nicht böse gegen euch, aber gegen eure Aussage, aber ihr seid ja dann auch wahnsinnig mit Vorurteilen belastet, die Gruppierung wahnsinnig diskriminieren, oder? Das ist ja nichts Böses, aber das waren die ersten Kommentare, wo man euch gefragt hat, was habt ihr mit den Roma zu tun, wie leben die, woran erkennt ihr die? Das waren die ersten zwei Aussagen. Vor allem, was ich... Ja, das vor allem, weil, wie er auch gesagt hat, es gibt Gruppen von Romas. Und eine Gruppe ist so. Denn, naja, sie sind arm, sie haben nicht. Und das hat zum Beispiel Adrian gesagt, weil er in dem Bus war und sie gestiegen sind. Und er hat, naja, gesehen. Das kann man nachvollziehen, aber. Und, aber er hat nicht gesagt, dass nur so kann man sie sehen. Es gibt auch die mit traditionellen Kleidern und so viel. Also, es gibt zwei Gruppen von Romas und er hat gesagt, es gibt die Romas von Chabo und seine Art von Romas. Ja, gut, es gibt mehrere, so gesehen. Also was mich durchweg stört, eigentlich, also jetzt mit dem Argument der Arbeitslosigkeit, würde mich jetzt einfach nur rein praktisch interessieren. Es gibt doch mindestens genauso viele Rumänen, die jetzt nicht Roma sind, die doch auch keine Arbeit haben. Richtig. Und teilweise kann man, also ich will jetzt nicht urteilen, ich kenne keine Zahlen, aber die werden doch genauso teilweise da Leute dabei sein, die keine Lust haben zu arbeiten. Warum ist das jetzt ein Beispiel für Romas, dass Roma jetzt zum Beispiel nicht arbeiten wollen und alle Rumänen wollen arbeiten? Ich finde den Ansatz wirklich gut, weil die Gruppierung ist, die Kinder gehen dann zur Schule. Da sind wir wieder bei Racial Profiling. Das Grundproblem ist doch ständig, diese Kiste aufzumachen, hier sind wir und das sind die anderen. Und aus dieser Konfrontation arbeiten und argumentieren und diskutieren wir die ganze Zeit. Anstatt zu sagen, das klingt vielleicht ein bisschen romantisch, das sind Menschen. Wir reden hier über Menschen. Aber quasi die Grundlage unserer Debatte ist ständig diese Schubladen, die wir von Schubladen da. Aber allein in dieser Formulierung, da haben wir die Roma und dort sind die Rumänen. Wenn ich die Staatsbürgerschaft mir angucke, sind die Deutschen Rumänen, sind die Ungarn Rumänen. Gut, die haben vielleicht zwei Pässe, weil Ungarn einfach ein anderes Spiel spielt. Aber rein staatsbürgerschaftsmäßig sind es auch Rumänen. Aber die Grundlage unserer Debatte ist zurzeit und das seit Tagen, von vornherein diese Schere aufzumachen, die sind anders. Und das könnte man mal in Frage stellen. Jetzt nicht, weil du das vorhin aufgegriffen hast. Ich nein, das auch nicht. Gut, zu sagen, also was macht den Unterschied zwischen dem, wenn man das wirklich mal so beachtet, was macht den Unterschied zwischen der rumänischen Bevölkerung, die nicht arbeitet, die auch viele Kinder haben? Ich sagte den einzigen Unterschied, die beklagen sich nicht so viel. Tut mir leid, das muss ich jetzt im Vordergrund bringen. Aber warum beklagen sie sich denn? Wer? Und vor wem? Weil sie kein Geld haben, weil sie keine Unterstützung bekommen und so weiter. Die Rumänen, die keine Arbeit haben, so gesehen, die haben genau dieselbe Unterstützung, genauso wenig Geld, dieselben Probleme. Aber die beklagen sich jetzt nicht so viel. Eine Frage. Und warum tun sie das? Warum beklagen sie sich? Werden sie benachteiligt? Ja oder nein? Wer? Die Roma. Werden sie benachteiligt? Ich denke nicht.
sind ja nicht benachteiligt. Also können wir jetzt gehen und nach Hause gehen, weil es ja, gibt ja kein Problem. Doch, die haben Probleme. Und werden sie benachteiligt, ja oder nein? Klare Antwort. In dem Sinne von in der Gesellschaft, ja. Sie haben dieselben Rechte wie all die anderen. Aber werden trotzdem benachteiligt, genau. Wenn du das sagst. Wenn sie nämlich benachteiligt werden, gibt es nämlich einen Grund dafür, warum sie sich auch beschweren können. Warum sie solche Argumente bringen und allgemein so argumentieren müssen. Weil wenn sie nicht benachteiligt werden, gibt es für sie ja auch keinen Grund, sich zu beklagen. Also ich glaube, rechtlich gesehen haben wir sowieso die gleichen Rechte. Steht nirgendwo, Roma haben weniger Rechte. Roma dürfen das nicht machen. Es geht nicht darum. Es geht um die gelegte Praxis. Es geht zum Beispiel darum, wenn du jetzt als Roma ins Krankenhaus gehst, dann sieht dich die Ärztin, dass du dunkler gefärbt bist und sagt, du brauchst noch ein bisschen warten, okay? Und du wartest hier 3 Stunden oder du wartest 5 Stunden. Also die Rechte haben sie. Auf dem Papier. Genau. Aber wie jeder. Theoretisch, ja, aber praktisch. Sie müssen diese Rechte von Menschen bekommen. Ihr seht sie nicht als Teil eurer Community. Sie sind bei euch nicht willkommen. Nee, wir sind keine Rumänen. Punkt. Wollt ihr jetzt nach Hause einladen? Das ist doch das Problem. Weil, genau. Das ist anders. Da ist es doch eigentlich völlig egal, wer hier welche Argumente bringt, wer Recht hat. Grundprämisse das spielt keine Rolle, weil entweder genau. bin ich akzeptiert in einem Land oder in einer Gruppierung oder ich bin es eben nicht. Da kann ich Recht haben am Ende, aber das spielt ja keine Rolle, weil ich bin ausgeschlossen. Da kann ich Argumente bringen, wie ich will. Am Ende kommt es aufs gleiche Ergebnis aus. Ich bin außerhalb der Gruppierung, ich bin in der Gruppierung oder ich bin im Land und ich gehöre nicht zum Land. Und genauso wie ihr euch über das beklagen oder wie man sich beklagt über die Armut, dass sie das ständig zum Thema machen, beklagt man auch den Reichtum der anderen. Aber das eines ist genau derselbe Mechanismus. Ihr könnt jetzt ganz viel sagen, ihr könnt ganz viele Sachen aufzählen. Frage ist, du sagst, sie beklagen nicht zu viel. Hast du vielleicht einen Lösungsansatz, wie sie es anders machen könnten? Oder was du sagen würdest, das wäre vielleicht besser? Hast du das besser als das, was sie gerade machen? Sich immer zu beklagen, immer, über alles. Hast du einen Lösungsansatz? Ich meine, du siehst ja das Problem. Und die Lösung, und das gab's. Konkret, in dem Dorf, wo ich lebe, es gibt schon einige Zigeuner. Viele von ihnen gehen auch zur Schule dort auf dem Dorf, das ist kein Problem. Aber viele wollten nicht zugeben, dass sie Zigeuner sind. Und es wurde ihnen angeboten, Hilfe zu bekommen. Für die Kleidung, Bücher, bla bla bla. Aber unter einem Projekt, sie müssen einfach zugeben, ja, wir sind Zigeuner, ihr bekommt dann das Geld für die Kleidung, das weiß ich, die Kinder weiter zur Schule und so weiter. Sie wollten das nicht zugeben. Und die Hilfe kam dann auch nicht. Das geht ja nicht. Also natürlich. Warum? Hier sind wir jetzt. Keine Zigeuner. Ja, wir geben zu, dass wir Zigeuner sind. Zack, nach unten. Wir haben jetzt zwar Kleidung, aber wir sind weiter unten. Ihr seid oben. Ja, ich kann das vollkommen nachvollziehen. Willst du als in einer Nazi-Gruppe zugeben, ich bin Jude oder ich bin Ausländer? Nein, dann bist du gleich unten. Klar, du kannst ja Hilfe bekommen. Herzlichen Dank. Wir sind unter Nazis, nicht? Was? Nein, das haben wir gar nicht gesagt. Das haben wir nicht gesagt. Weißt du bist dann unten, ich kann das vollkommen nachvollziehen. Du bist dann erstmal. Ich bin gerade die Woche. Okay. Ja, aber es sind Menschen, die ihnen helfen können. Und sie können sagen, ja, wir sind. Ja, aber damit wäre sofort der soziale Abstieg. Aber wir wollen etwas machen. Und sie können. Es sind so viele Menschen, so viele Projekte mit Zigeunern und so. Sie können dort jemand besprechen oder ich weiß nicht. Sie können sich, weiß nicht, zu Johannes gehen und sagen, ja, wir brauchen das, du musst etwas machen. Wir haben dich gewählt. Sie sollen für ihre Rechte kämpfen. Warum nicht? So wie der Mann eigentlich. So wie er, ja. Aber wieso müssen sie um ihre Rechte kämpfen und du zum Beispiel nicht? Ich muss auch für meine Rechte kämpfen, tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Genauso wie Roma? Genau in manchen Roma. Situationen schon. Und ich denke, Rumänen, die dabei sind, wissen das. Jetzt kannst du nicht sagen, dass wir für unsere Rechte nicht kämpfen. Die Situationen sind ganz anders. Ihre Situation ist, er ist zu arm und er muss für, weiß nicht, größere Rechte kämpfen. Aber wieso muss er große Rechte haben? Er ist genauso ein Mensch wie du. Nein, ich meine nicht das. Mehr kämpfen. Wieso muss er mehr kämpfen als du? Weil er mehr braucht. Wieso braucht er mehr?
Weil er fast nicht hat. Was, warum hat er das nicht? Warum hat er das nicht, was du hast? Weil er. Ja. Aber er ist nicht weil er Roma ist. Und das, das waren diese, ich sag mal, nicht Zugsvölker, die Wandervölker. Ja, ja, vor 1000 Jahren. Nicht nur, also das war im Rumänen so, dass die hatten nicht alle Häuser. Die wollen sich nicht in einem Dorf hinlegen und sie haben einfach hingewartet, hin und her. Ja. Das ist ja kein Problem. Und plötzlich stand sie da, die meisten von. Die Mehrheit, wie du das so schön sagst, hatten eine Wohnung, ein Haus und die waren noch irgend am Wandern. Und die meinten, na gut, jetzt müssen wir was tun. Das Leben passt jetzt nicht mehr zu uns oder was weiß ich, zu der modernen Gesellschaft. Und plötzlich standen sie, also die anderen haben das Generationen irgendwie stufenweise hinbekommen und sie hatten das nicht. Und sie mussten das irgendwie von vorne beginnen und das ist sehr schwer. Ja. Plötzlich in so einer Demokratie zu sagen, jetzt kaufe ich mir ein Haus. Das geht nicht und das kann ich jetzt irgendwie verstehen. Sie haben auf der anderen Seite, die meisten von Ihnen haben das Geld nicht in Häusern gesteckt oder in Immobilien, sondern Gold. Weißt du, was ich unfair finde? Es gab Länder, die waren ganz fortschrittlich. Rumänien ist ein Entwicklungsland. Das war nicht so fortschrittlich. Man hat gesagt, wir helfen euch. Und jetzt wird dann darunter gebrochen. Jetzt müsste dann eigentlich kommen, Rumänen, die haben es gut, die sind höher jetzt. Und die, warum helfen wir, warum teilen wir nicht, warum Share Economy, warum teilen wir jetzt nicht und helfen denen auch wieder hoch? Wir sind ja alle Menschen, wir sind haha, eine große Familie, gell? Aber warum sollten mir wurde geholfen, warum soll ich dann nicht den anderen helfen? Weißt du, das finde ich unfair zu sagen, ich bin jetzt hier oben, warum soll ich jetzt denen da unten helfen? Das finde ich unfair, so ein bisschen zu gehen. Und wenn der andere das nicht akzeptiert? Wer? Wer akzeptiert der hat ja die Hilfe, dass er die Hilfe dich annehmen will. Ja. Was möchtest du noch wissen? Was hat sie denn gesagt? Dass jetzt morgen geht sie so auf die Abschlussfeier und dass sie morgen den ersten Preis gewinnt und dass sie 10 hat. Also als Mittelnote 10, also 1. Klassenbeste. Ja, richtig. Danut? Danut. 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 Dan
für Barta Draptasche? Da. Da. Uli. Da wohnst du jetzt in Germanien, nu? Das ist ob ihr aus Deutschland kommt. In Germanien, ich bin gut, ist alles gut. Ja, also gut, ich bin hier gibt es Freiwillige, die aushelfen. Ich glaube, das ist so wie eine Tagesschule für sie, wo sie die Zeit verbringen können. Vielleicht, ich kann ja mal reinschauen, vielleicht ist da jemand. Ja, so für Volunteer von ja. Anderen. Okay, wir sollen erstmal warten. Ich mach die zu. Das ist so eine Tagesstätte. Hier kommen die Kinder nach der Schule. Hier kommen die Kinder nach der Schule, machen ihre Hausaufgaben essen und gehen dann um 5 nach Hause. Spielen auch, sie werden betreut hier. Okay. Da. Și dacă vrei să vezi omul cum îmi vezi. Hai să iei! Cum te cheamă? Cassandra. Cassandra, hai să iei! Da unde mea, te dă mișar! Da unde să-i mărind ca băie. Sei geliebt, sagt man hier bei uns. Hi, das war ich auch nicht. Ach, der arme Hund. Uite, dă la băiatul ăsta și vorbiți cu el, că ne-a dus prin tot satul, uite. Haide, hai. Haide, hai. Haide. Nu, și nouă. Puteți să intrați. Da? Puteți. Intrați în casă. Bine, vă mulțumim, Candidat, sunt împrumutat aici pe băiat. Da? Ceva de mâncare, nu? Ceva de mâncare, că nu, cred că asta e cea mai bună. Bine, vă mulțumim, L-au dus pe, l-a arătat de mulțumim, de oameni. La tabără am fost, dincolo. Bine, vă mulțumim din tot sufletul. Cu multă plăcere, dar și noi am zis mulțumesc. Ideea că am fost plecat. Și trebuie să facem. Nu e nicio problemă. Îi dați voie să filmez? Da? Foarte, foarte bine. Da? Mulțumesc. Ca să reingim în bilț. Jan, ich wollte kurz übersetzen, was hat gerade erzählt? Wollte unbedingt sauber machen. Er hat dreimal gesagt, er wollte noch putzen und er hat es nicht geschafft. Nu avem. Ich will das auch nicht zur Schau stellen. Am vrut să luăm ceva de mâncare și n-avem. Na, atunci, nu mai bine. Nu, am vrut să facem ceva de mâncare, dar n-avem o sticlă de ulei. Da, nu, dacă știam, mă aduceam ulei, dar... Nu avem o sticlă de ulei să facem ceva de mâncare. Exact, exact. Mai trebuie zecele. Zecele, că nu avem ceva de mâncare. Öl kaufen, ne hat kein Öl zum Kochen. Bei allen Meinungsunterschieden waren wir uns trotzdem einig. Armut darf keine Kultur sein und kein Grund zur Diskriminierung.
Und Integration funktioniert nur dann, wenn man sich kennenlernt, füreinander offen ist und Integration nicht nur als Anpassung versteht, sondern auch als kulturelle Vielfalt. Ich fand diesen Tag sehr interessant, weil wir mit einem Roma gesprochen haben. Und ich habe meine Meinung über die Roma nicht verändert. Ich fand das Gespräch mit dem Roma sehr interessant. Also wir haben sehr viele neue Sachen gelernt. Und ja, es war cool. Ja, ich fand es auch mal an sich einen sehr angenehmen Tag. Vielleicht mal auch der erste Tag, wo man sich wirklich richtig mal mit der Thematik beschäftigt hat und nicht nur wirklich mit Vorurteilen, die man immer mal aufgeschnappt hat, sondern hat man versucht, die Fragen zu klären und ihn aufzunehmen und für sich irgendwie seine eigene Meinung, wie die Romas wirklich leben vielleicht hier und wie sie hier auch ins System eingeführt werden oder hier leben ganz allgemein. Und man hat schon so ein bisschen die Unterschiede gemerkt, finde ich, wie die Journalistin das Ganze beurteilt hat und dann auch tatsächlich der Roma selber, wo man, finde ich, schon so zwei, drei kleine Unterschiede gemerkt hat. Ich fand, der Roma ist nicht wirklich hundertprozentig auf die Fragen eingegangen, die wir gestellt haben. Da gab es immer noch so, meiner Meinung nach, so ein bisschen Ausflüchte, die er gesucht hat, in zwei, drei Fragen, die er nicht wirklich beantworten konnte, zumindest nicht ausreichend. Und mit der Journalistin wurden schon viele Sachen geklärt, die ich für wichtig empfunden habe, die man mal wissen sollte. Ja. Ich war halt ja auch dann spazieren und einfach mal zu sehen, also nicht nur hier die Stadt in Sibiu, wo alles schön gerichtet ist, sondern auch die, sag ich mal, die Nicht-Schokoladenseite von Rumänien, wie die Straßen einfach kaputt sind und dass man nicht mal normal laufen kann und alles, ja, war schon eine Erfahrung, ja. Ich würde mich der Meinung von Niklas vollkommen anschließen. Ich fand es auch schön, wie die Journalistin eben so unverkrampft an dieses Thema rangehen konnte und auch die Fragen halt wirklich so beantwortet hat, wie wir das wollten. Sie hat halt mit vielem aufgerollt, was wir dachten. Und sie hat halt das alles beantwortet, auch so jung und so frisch beantwortet. Sie hat halt, man hat damit gerechnet, da kommt eine ältere Dame. Also als man die Journalistin gesehen hat, kommt eine ältere Dame, die erzählt uns ein bisschen was über ihre Zeitung. Also sie hat das halt richtig eben aus einem Standpunkt gemacht, den halt nicht viele kennen. Von einer Journalistin, die auch mit Roma selbst zusammengelebt hat und auch studiert hat mit denen. Und das alles auch aus erster Hand miterlebt hat. So. Bitteschön. Ja, schließe ich mich auch den Sachen eigentlich soweit an. Wie gesagt, also ich war sehr überzeugt von der Journalistin gewesen, weil sie halt eine Sichtweise hatte, die mich sehr beeindruckt hat und auch eine Erfahrung auf jeden Fall. Und halt auch das eigentlich deutlich so gemacht hat, was ich insgesamt denke, dass es die schlechten Menschen in jeder Bevölkerungsgruppe gibt und dass sie gesagt hat, Vorurteile, dass man die hat. Dass das was Normales ist, eigentlich schon von der Sache her, weil man sich halt versucht, die Welt einfach zu machen. Aber man muss sich halt mit diesen Vorurteilen auseinandersetzen und in jeder Situation gucken, ob diese jetzt auch wirklich stimmen oder ob ich ja nicht einfach Menschen in Schubladen stecke, wo sie gar nicht reingehören. Ja, ich habe mich gefreut, dass es heute endlich geklappt hat, dass wir eine Begegnung geschafft haben zu einer Roma. Nach den ganzen Tagen, wo wir abgeweckt haben, sollten wir das tun? Wie funktioniert das, nachdem wir verschiedene Startschwierigkeiten hatten? War das, finde ich, ein toller Erfolg irgendwie. Leider haben es nicht alle geschafft, da in den Lebensbereich einzutreten, aber dafür sind ja dann quasi die Aufnahmen da. Und also das Witzige ist halt, durch die Diskussion, da kam ja immer so ein gewisses, war ja immer die Rede von Gefahren und von Sicherheit und so weiter. Und wir sind halt angekommen und auf einmal haben wir uns 30 glückliche Kinder begrüßt und die Familien haben zwar erst ganz kurz gesagt, sie möchten nicht, dass gefilmt wird, und als sie aber gemerkt haben, dass wir halt mit guten Absichten gekommen sind, waren die auch total locker und will damit sagen,
ich habe wieder nur eine gute Erfahrung gemacht. Also ich kann bis jetzt immer noch nicht bestätigen, dass ich irgendwie, klar, ne, ich habe auch wieder nur einen kleinen Ausschnitt gesehen, aber ich war froh, dass ich jetzt nicht in den Bereich kam, wo ich meine Kamera verstecken musste oder dass es nicht bestätigt wurde, diese Gefahren, einfach da, wo wir waren. Und das Verrückte war wirklich, dass es einen Kilometer von hier entfernt, wo die in ihrem Erdloch wohnt, ne? Und Brückner hat schon gesagt, das ist wirklich wie wenn 14 Jahre, ne? Ja. 14 Jahre lebt die in einem Erdloch, wie in einem Vorgrab, so. Das war halt schon schockierend für uns, aber trotzdem sind wir völlig vorurteilsfrei, wir wurden vorurteilsfrei als weiße Europäer da begrüßt, ne? Und das fand ich beachtlich. Und genauso beachtlich fand ich im Übrigen, dass ihr alle so differenziert, also viele von euch so mit diskutiert haben und auch Leute richtig gefordert habt. Also ob das jetzt der Roma war oder die Reporterin, von der ich nicht viel mitbekommen habe, oder uns, ihr habt uns gefordert und ich fand spitze, wie ihr euch teilweise echt engagiert habt. Und ich hätte es nicht erwartet, dass ihr da so mitredet und so viele verschiedene Ansichten schon habt. Es war auch echt komisch anzusehen, nicht komisch, aber es war halt schon irgendwie seltsam, wie stark der Kontrast ist, weil wir haben mehrere Pferdekutschen gesehen und daneben fuhren da die teuren Autos. Und das war einfach so, da ist schon echt eine... Genau. Und ja, aber ich fand alles in allem eigentlich sehr aufschlussreich. Ja, haben sehr skeptisch reagiert, wussten glaube ich nicht so ganz, was sie mit uns anfangen sollen, was wir für Leute sind, was wir wollen. Und ja, aber dann haben sie glaube ich auch schnell gemerkt, dass wir gar nichts Böses wollen, sondern nur helfen. Und zum Beispiel zu mir haben sie gesagt, dass ich ein schönes T-Shirt an hätte. Und haben dann die ganze Zeit versucht, mit uns irgendwie zu kommunizieren, auch wenn es nicht so ganz so gut geklappt hat, weil ich kein Spanisch spreche. Aber ja, dann haben wir ein bisschen Fußball mit denen gespielt und die haben sich halt total gefreut. Und wenn man dann das sag ich mal, die Wohnlage und die Lebenszustände sieht, dann ist es auch schön zu sehen, dass diese kleinen Kinder auch irgendwas noch haben, woran sie sich erfreuen können. Und ja, wenn man jetzt die Lebenszustände von uns, beispielsweise in Deutschland oder wahrscheinlich auch bei euch in Sibiu, mit denen, die wir jetzt vorhin gesehen haben, vergleicht, dann ist das echt eine Katastrophe, weil ich glaube, keiner von uns würde da, glaube ich, keinen Tag aushalten. Diese Frau, diese Erika, hat auch gesagt, dass sie nur alle paar Tage ein Laib Brot hat. Eine Scheibe. Ja, genau. Und Wasser, genau. Deine. Ja. Das ist halt schon mega krass. Bei uns gibt's Familien, die essen 3-4 Mal warm am Tag. Und wenn man das dann damit vergleicht, dann ist das schon ziemlich krass, wie diese Leute leben und das halt irgendwie trotzdem meistern und sich an den kleinen Dingen im Leben, so zum Beispiel ein Geschenk von uns und ja, erfreuen. Das war schon. Ich glaube, was wir heute gesehen haben, war ein Extremfall. Und was beeindruckend war, als wir im Dorf angekommen sind, wir sind mit dem Auto durch den Dorf gefahren, waren die Kinder lagen auf dem Boden und die haben die Hausaufgaben geschrieben. Und das war dort ein kleiner Mädchen, die zu mir mit dem Heft gekommen ist und hat mir gezeigt, was sie geschrieben hat. Und die hat gesagt, dass sie auch Englisch kann. Also wie sie uns gesagt haben, die gehen alle in die Schule, alle Kinder von dort. Was ich dann auch ganz witzig fand. Dann kam dieses kleine Mädchen, das komplett pink gekleidet war, kam zu mir und hat mich gefragt, ob ich Facebook hätte. Und ich habe dann gesagt, ja, ich habe Facebook. Und dann wollte sie, dass ich meinen Namen aufschreibe, weil ich denke, sie hat so gemerkt, dass wir halt total nett zu ihnen sein möchten. Und ich habe dann auch meinen Namen aufgeschrieben, mal sehen, was jetzt kommt. Und, aber ich finde das schon... ja, auf jeden Fall, was die Lebenszustände auf jeden Fall angeht, ist das schon mega krass, was da abgeht. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich würde da nach einem Tag würde ich ausrasten, glaube ich, weil wenn man das mit unseren Zuständen vergleicht, dann kann man einfach nur sagen, dass wir großes Glück haben und eigentlich im Gegensatz zu den Wohnverhältnissen im puren Luxus leben. Was mir
mich sehr beeindruckt hat, war die, die Höhlen, die, in denen sie lebte. Also es, für mich war es wie ein Grab, ein Graben. Also es war sehr schrecklich. Und wie gesagt, die anderen Kinder, die Roma-Kinder draußen waren schon, haben sich sehr schnell an uns angepasst und waren sehr offen. Auch Erika hat sich hier war sehr offen mit uns und hat die Fragen beantwortet. Und ja, ich glaube, das war alles. Mein Nachmittag, das war echt eine Offenbarung zum Teil. Weil ich habe jetzt wirklich zum ersten Mal in diesem Workshop oder überhaupt in dieser Woche oder diesen zwei Wochen gemerkt, okay, irgendwas stimmt nicht. Wir reden nur um den heißen Brei herum und dort sitzen dann Leute in irgendeinem Kübel oder einer Höhle und ja, das Bock hat schon richtig gesagt, das ist Vorgrab. Das finde ich halt erschreckend und ich wäre auch zum Teil dafür, dass sich das mal alle angucken sollten. Weil dann versteht ihr erst die Tragweite von diesen Vorurteilen, die wir, sage ich jetzt mal, zum Teil auch mitschüren durch unser Unwissen. Und dieses Wissen einfach, dass diese Roma so leben, kann wirklich Ansichten verändern, bin ich der Meinung. Und deswegen, ja, ich meine, es gibt Vorurteile, es gibt auch schlechte Beispiele, aber das ist halt diese Pauschalisierung, die dürfen wir einfach nicht vollführen. Wir müssen uns einzelne Schicksale angucken und das dann auch im Gesamten sehen. Und ich will nur sagen, es gibt auch Schweine bei uns, nicht nur bei den Roma. Und ja, einfach mal interessiert sein und mehr wissen wollen, auch wenn man diese Vorurteile hat, immer kritisch bleiben. Also es war ein spannender Tag bei dem Gespräch mit der Roma. Also das hat für mich nichts geändert. Ich kann nicht sagen, dass ich daraus etwas gelernt habe. Und ja, ich hatte sehr viel Spaß bei dem Gespräch mit der Journalistin. Das Gespräch mit dem Roma war nicht so interessant. Er hat nicht alles beantwortet, nicht ganz beantwortet. Na, so. Ich muss mich anschließen und Bescheid sagen, dass mit der Beatrice, ich fand es jetzt leid, dass nicht alle dabei waren mit der Journalistin. Sie hat ein Gespräch wirklich gut dazu beigetragen und ein Gleichgewicht gefunden zwischen so die beiden Extremen, die wir jetzt in den letzten Tagen haben. Und ich denke, sie hat das sehr gut hingebracht. Ich hatte das Gefühl, obwohl wir es ja vorher nicht wussten, dass beide heute kommen, dass sich die Gespräche sehr gut ergänzt haben und dass ihr auch nochmal Fragen in der zweiten Runde stellen konntet, die beim Roma vielleicht noch nicht komplett klar geworden sind und dass es jetzt aber so ein rundes Bild ergeben hat. Und für mich war das auch sehr interessant, den Roma berichten zu hören, auch ein bisschen von seinem persönlichen Eindruck und auch die Diskussion zwischendurch mit euch, wo wir halt auch festgestellt haben, jeder erzählt aus seiner Perspektive und hat natürlich nicht die absolute Wahrheit, aber es war auf jeden Fall ein sehr interessanter Bericht von dem Mann und die Journalistin, da fand ich es auch beeindruckend, wie viel Ahnung sie hatte, nicht nur von Rumänien, sondern auch von der Aufarbeitung in Deutschland, was in den Medien gezeigt wird und dass sie da auch eine Perspektive drauf hatte, fand ich auch interessant. Ich finde diese Tage gerade wirklich sehr intensiv. Ich bin jetzt natürlich auch fast überall selbst mit drin. Und wir hatten ja erst diese Familie an den Gleisen gesucht, die wir gesehen hatten, als wir das erste Mal nach Sibiu mit dem Zug gefahren sind. Und haben die dort nicht gefunden, weil sie unterwegs waren, weil die immer im Zug hin und her fahren, hat uns der eine Mann in der Kirche erklärt. Also die versuchen halt, wenn sie irgendwie in den Zug reinkommen, dann dort einfach ihre Zeit zu verbringen, bis sie halt rausgeschmissen werden. Und dann treffen sie sich wieder da. Und da sieht man nur die Reste an den Gleisen. Woran man erkennt, dass die dort leben. Und die leben da als ganze Familie. Und also das mit dem Erdloch, das war schon genau so. Ich glaube, also mir ist vor allem bewusst geworden,
dass wir uns, glaube ich, ein bisschen in der Diskussion verbissen haben in das Roma-Thema. Dabei geht es eigentlich um was ganz Einfaches. Es geht nicht um die ganze Kultur, sondern wir sprechen eigentlich über das Problem Armut, also dass wir etwas sehen, was wir ungerecht finden. Das ist eine soziale Ungerechtigkeit, Ungleichheit und es ist eine Ausgrenzung. Und das Problem haben wir aber nicht nur bei Roma und den Rumänen, sondern es ist etwas, was wir überall haben. Und wir haben jetzt tagelang damit verbracht, den Besen zu nehmen und vor anderen Haustüren zu kehren. Und ich finde, wir sollten auch mal anfangen, zu gucken, wie wir das machen. Also wir sind in Deutschland auch kein gutes Vorbild, was Integration angeht. Wenn man sich anschaut, die Flüchtlinge, die gerade aus Afrika kommen, wie wir versuchen, die Mauern hochzuziehen im Süden, und anstatt, dass wir die Leute aufnehmen, an deren Armut wir teilweise eine sehr große Mitschuld haben, gehen die Leute bei uns auf die Straßen und protestieren, dass da kein Flüchtlingsheim aufgemacht wird. Also da schämt man sich. Und wir werden dann als Deutsche im Ausland genauso wahrgenommen. Also die machen auch keinen Unterschied zwischen mir und dem Idioten, der auf die Straße geht und gegen Flüchtlinge protestiert, dass die aufgenommen werden. Und deswegen, also daran merkt man, glaube ich, dass wir diese Diskussion vielleicht auch ein bisschen wegbewegen sollten von dem Roma-Thema. Es geht eigentlich darum, das wollten wir mit dem Workshop auch erreichen, dass wir uns mit anderen Kulturen auseinandersetzen, dass wir über Vorurteile diskutieren. Aber die Lösung steckt sicherlich darin, dass man einerseits eine gewisse Akzeptanz gegenüber Kulturen hat und andererseits sich auf das eigentliche Problem fokussiert, und das ist Armut. Und Armut bekämpft man am besten damit, dass man teilt. Watch the flames come.